Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch recht herzlich am Montagabend hier bei SimRace TV. Mein Name ist Lutz Enger und mein Co-Kommentator Jens Burkott wird in Kürze zu uns stoßen, um hier mit mir zusammen den GT3 Cup, den GSMF Cup, Porsche GSMF Cup zu moderieren. Und zwar sind wir heute in Ungarn, Runde 9 oder Lauf 9 oder besser gesagt Lauf 17 und 18 der aktuellen Meisterschaft hier in simrace.net. So, und wir sind ganz, ganz gespannt. Die Strecke hier ist, ja, wie immer ziemlich, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. So, die Motoren hört ihr schon mal. Und jetzt zeigen wir euch auch das dazugehörige, nämlich Strecke und Autos. Herzlich willkommen. Genau, so, richtig. Wir sind hier doch ziemlich, gemischte Gefühle, weil Ungarn, Hungaroring, ihr wisst es, die Strecke ist eigentlich nur noch deswegen so toll und so gut, dass, oder wird überhaupt noch gefahren, weil es ist halt irgendwie mittlerweile auch ein Traditionskurs. Vor dem Mauerfall war es irgendwie die einzige Grand Prix-Strecke, die im ehemaligen Ostblock gefahren wurde. Und ja, ein bisschen was geht da immer noch. Und solange die Formel 1 dort fährt, wird die Strecke wohl noch auch von den anderen Rennserien besucht. Der Porsche Cup fährt ja, zumindest der Super Cup, im Rahmen der Formel 1. Und deswegen natürlich auch Ungarn hier in unserem Streckenkalender. Und ja, ich höre gerade, Jens sucht noch Werkzeug, um das Kind zu beruhigen. Ja, das wird dann sicherlich auch irgendwann kommen. Ich freue mich, wenn er da ist. Ansonsten kriegen wir das hier auch hin. Kind ist erstmal wichtiger und zwei Kinder sind noch viel wichtiger. Ja, so, genau. Wir befinden uns in den letzten 10 Minuten des ersten 15-minütigen Qualifyings, dem ersten von zwei Qualifyings. Das zweite Qualifying ist ein reines Top-10-Qualifying und wir sehen hier, wir sind hier gerade bei René Herzig und der zeigt uns mal gerade, wie es nicht geht. Ja, da kommt er nämlich auch dann in die Box. Genau. Und auf der 1 momentan Christian Rückert. Ist aber alles nicht so das Drama, weil wir müssen uns eigentlich hier ein bisschen mehr aufhalten. Und wir sehen wieder die Herrschaften hier vom Joker Sim Racing Team, die sich wieder um die Plätze in den Top 10 battlen. Jetzt kommt der Sandro Petrocello aber erstmal in die Box und er ist auch schon wieder auf Platz 12 zurückgereicht worden, weil hier geht es nämlich jetzt wirklich um die Top 10. Und deswegen gehen wir jetzt mal zur 11 und da fährt der Meister des Jahres 2011, der Saison 2011, der Sascha Landgraf, der ja auch diese Saison schon zwei Läufe gewinnen konnte. Und ja, wollen wir mal gucken, ob ihm jetzt hier ein bisschen was gelingt. Die Abstände momentan sehr, sehr eng. Alex Rambo ist jetzt wie erwartet auf die 1 gefahren. Das mit einer 42.968. Das ist die erste 42, die ich hier heute sehe. Ja, und dann werden wir mal gucken, was der Sascha jetzt hier noch reißt. Und wir gucken mal, was muss er aufholen. Er hat 2,5 Zehntel Rückstand auf den Julian Siedenbiedel. Wenn er die 4,5 Zehntel jetzt ins Ziel bringt, wäre er Dritter. Aber da befürchte ich mal, da wird er wohl noch ein bisschen verlieren. Ich glaube, ich muss Jens nachher gar nicht begrüßen. Ihr hört das, er räuspert sich dann immer. So, gucken wir mal. Platz 6. Platz 6 für Sascha Landgraf. Also, da hat er noch ein bisschen was draus gemacht. Sind zwar am Ende dann 7 Zehntel Rückstand geworden. Mike Kolosch ist jetzt gerade... Nee, wer ist denn da jetzt noch davor gefahren? Nee, davor gar nicht. Aber da hat noch irgendjemand seine Zeit verbessert, nämlich der Alex Rambo. Nochmal um 80.000stel verbessert auf dem 42.906. So. Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Elfplatzierten, das ist nämlich der Fred Dohnke. Und wenn ich das so richtig sehe, ist das momentan der schnellste G-Cup-Fahrer. Zur Erklärung für die, die da Robballer, ja, da wollen wir aber nicht cutten, ne? Zur Erklärung für unsere Zuschauer, die das hier vielleicht das erste Mal sehen, soll es ja geben, sowas.
G-Cup ist eine separate Wertung, wird alles in einer Grid gefahren. Das waren die, die zum sechsten Lauf ab Platz 20, beziehungsweise ab Platz 21 wurden die dann da einsortiert. So, und ich sehe gerade, der Fred ist hier arg in Verkehr geraten. Da wird wohl nicht allzu viel gehen. Man macht ihm zwar Platz, aber letztendlich kostet das immer Zeit. Und ich glaube, er kommt auch in die Box. Ja, da kommt gleich gerade ein ganzer Schwung in die Box. Genau, und der Fred auch. So, gucken wir mal weiter. Vielleicht der Sandro Petrocello. Momentan noch nicht in den, noch nicht auf der gezeiteten Runde, aber das tut er jetzt. Und da gehen wir mal ins Cockpit und schauen uns das mal aus diesem wunderschönen Cockpit an. Ja, hier die Start- und Zielgerade, die doch relativ kurz ist. Also mit Windschatten kommen und dann vielleicht noch daneben fahren, ist eher unwahrscheinlich. Die ganze Strecke überhaupt bietet sehr, sehr wenig Überholmöglichkeiten. Sag ich gar keine. Also ohne Fehler des Vordermanns kaum zu machen, dass man hier irgendwie vernünftiges Manöver setzen kann. Eventuell jetzt hier gleich nach dem Knick hier, jetzt kommt nochmal, ja, diese uneinsehbaren Kurven. Jetzt kommt hier ein relativ schnelles Stück rechts, dritte Gang rechts, hier ziemlich flüssig zu fahren, aber auch nicht wirklich mit einer Lenkradstellung zu fahren. Also man muss mal ein bisschen korrigieren. So, dann jetzt hier die Schikane, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, um sich hier mal so ein bisschen ranzubremsen, vorbeizubremsen oder wie auch immer. So, jetzt weiß ich nicht, wer das da vorne vor ihm ist. Das ist der Thomas Wickler. Der sollte eigentlich schnell genug sein, aber der ist gerade eben erst aus der Box gekommen. So, und der Sandro, ja, 7/10 Rückstand. Also wenn er die Ziel bringt, ist er auf alle Fälle erstmal in den Top 10. Also alles, was unter einer Sekunde ist, ist Top 10 momentan definitiv. Also unter einer Sekunde Rückstand. Oh, der Thomas muss da weg. Ja gut, aber vielleicht hilft es auch ein bisschen Windschatten zu kriegen noch. Der Sandro fährt jedenfalls eine sehr saubere Linie. Platz 9 für Sandro Petrocello. Genau, und somit Fred Runke jetzt auf 12 und der Julian Siebenbiedel ist jetzt draußen. Hat aber noch keine, läuft noch keine Zeit, das heißt, der ist noch in seiner Warm-Up-Lap. Mal gucken, was ihm gelingt. Robert Stratner momentan nur 14, ist aber auch in der Box. Schauen wir mal, was der Julian jetzt hier fertig bringt. Jetzt geht er über Start und Ziel. Genau, jetzt läuft die Zeit. Und auch er hat hier, ja, er gibt noch Lichthupe. Ich hoffe, der Kollege kriegt das da noch rechtzeitig mit. Ja, wunderbar gemacht. Und da staubt es gewaltig. So, wir gucken zur Zwischenzeit. 5/10 im ersten Sektor. Das ist schon arg viel, wenn man dann jetzt davon ausgeht, dass so pro Sektor da noch ein paar Zehntel dazukommen. Jürgen Engelhardt heute mit Quali-Verbot. Und Robin Hasse hat ein Rennen Sperre, nämlich, der ist momentan auf Platz 2, nämlich im zweiten Rennen darf er nicht fahren. Das sind eigentlich die dramatischsten Strafen. So, das war jetzt hier, glaube ich, ja, kein Problem unter Teamkollegen. Sonst habe ich natürlich jetzt nicht so wirklich auf die zweite Zwischenzeit geachtet. Mal,
was passiert. So, und der Julian 42, 43, oh, nee, Platz 11, 1,7 Sekunden am Schluss. Schauen wir doch nochmal zu dem Fred Dohnke. Der ist nämlich jetzt auch auf der schnellen Runde. Und der kommt auch gerade zur ersten Zwischenzeit. 34, oh, ja, das sieht gut aus. 13. bis jetzt. Das könnte was werden, wenn denn vor ihm da jemand Platz macht. Oh, da macht aber einer ganz brachial Platz. Wer ist das? Steffen Streblow. Mensch, Steffen. Dafür kriegst du einen Orden. So, 8 Zehntel, das würde noch reichen, wenn er die ins Ziel kriegt. Also er kann sich jetzt noch 2,5 Zehntel kann er sich noch leisten. Dann wäre er in den Top 10. Thomas Wickler steht momentan auf 10 mit einem Rückstand von 1,157 Sekunden. Oh, da kommt er sehr weit raus hier. Platz 11. Nein, reicht nicht. Er hat das verpasst. Ja, um eine knappe Zehntel. Ja, um eine Zehntel. Ja, 0,102 Sekunden. Aber er ist zumindest erstmal wieder vor Julian Siebenbiedel. So, im G-Cup, wie gesagt, der Fred Dohnke ist auch der bestplatzierte G-Cup-Fahrer auf Platz 2 momentan. Hier im Quali, im ersten Quali wäre der Maxi Wolter, dritter wäre André Burger. Und somit müssen wir mal schauen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, manche Fahrer fahren hier wirklich mit Sprit für eine Runde, manche haben 2-3 Runden Sprit im Tank. Die Autos verzeihen das eigentlich, dieses kleine Mehrgewicht, was man jetzt, ob man jetzt für 3 Runden tankt oder für 2, das ist eigentlich nicht so das Drama. Ich meine, für 3 Runden muss man immer tanken, weil man muss jetzt einen Inlap fahren, es gibt ein Escape-Verbot hier. So, gucken wir mal, Julian jetzt hier zweite Zwischenzeit. Ja, aber noch ein paar Meter bis hin, aber sollte jeden Augenblick kommen. Ja, 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 da darf aber jetzt echt nichts mehr schief gehen. 8 Zehntel. Wickler hat sich verbessert. Es ist jetzt nur noch 1,0. Was ist das jetzt hier? 1,0. Hallo? So, Platz 12 bleibt für Julian, also da geht nichts. Momentan Maxi Wolter jetzt noch auf die 11 gefahren. Maxi Wolter damit bestplatzierter G-Cup-Fahrer. So, Zeit ist auch abgelaufen. Ich denke mal, das war's. Ich weiß es nicht, ob der Julian jetzt noch eine Runde, ob der jetzt noch über rechtzeitig über Start und Ziel gekommen ist. Darauf, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
So, nee, der bleibt stehen. So, was mache ich denn hier? So, wir sind, wie gesagt, jetzt hier. Jetzt wäre natürlich super gut, wenn der Jens jetzt da wäre. Ich muss nämlich hier was klären. Puh. So, okay, erstes Qualifying ist gelaufen hier. Ich erzähle mal ganz schnell kurz durch die Top 10. Mann! So, ja. Ich erzähle mal ganz kurz durch. Alex Rambo vor Robin Hasse und Sascha Landgraf. Christian Rückert auf 4, René Herzig 5. 6, Daniel Streblo 7, Dennis Erner 8, Mike Kolosche, Sandro Petrocello 9, Thomas Wickler auf der 10. Bester G-Cup-Fahrer ist Maxi Wolter, Julian Siedenbiedel auf der 12, Fred Dohnke 13, Marco Meyer 14, 15, Robert Stratner, Dirk Sassmannshausen auf der 16, Andreas Border auf der 17, André Burger 18, 19, Micha Würz auf der 20, Andreas Oerlich, Phil Ostaschewski auf der 21, Enrico Herzig auf der 22, Tom Krüger 23, 24, Axel Schweiger 25, Ole Schulz, Micha Betz auf der 26, Frank Flipsen 27, 28, Daniel Borowski 29, Steffen Streblo 30, Felix Appelt, Lars Borkowski auf der 31, Yves Nekos auf der 32, Kurt Mildenberger 33, 34 für Mario Schili und 35 für den nicht starten dürfenden Jürgen Engelhardt. So, ich glaube, der Jens PC ist gerade angegangen. Ich glaube, der kommt jetzt jeden Augenblick. Ich hoffe, das klappt auch. Ja, jetzt müssen wir hier natürlich schauen, dass wir hier das mal So, genau. So, okay, das war erstmal das. Jetzt schreiben wir, sagen wir erstmal dem Simon Melusch. Genau. So. Sind wir jetzt im zweiten Quali? Jetzt sind wir da. Und da ist der Jens. Jens, mein Lieber, du rettest mir hier gerade den Hintern. Herzlich willkommen. Das mache ich doch täglich. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Ja, das machst du nicht täglich, aber gut. Wenn ich mal was rumzuheulen habe, dann machst du das sehr wohl, ja. So, ich muss mal nämlich eben gerade was in Ordnung bringen und ja, toll. Da ist ein PC abgeraucht und
So, wie ich sehe, sind wir auf jeden Fall jetzt hier schon im Top 10 Qualifying. Ich versuche einfach mal hier so quer einzusteigen. Genau, genau. Wir sind jetzt bereits im Top 10. Sorry, hier ist irgendwie hat hier irgendjemand die Liga, irgendeine Liga hat hier den PC abgeschossen und ich muss jetzt hier eben schauen, dass ich das Ding kalt resettet kriege. Du hast dadurch kein Bild, aber ich habe gesehen, du bist ja auch drauf. Und du kannst ja, könntest ja mit auf den Server joinen. Nein, jetzt geht's gerade nicht mehr. Genau, wir sind aber gleich soweit da, dass wir das hier wieder vernünftig machen können. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ach du Scheiße, wie ist denn hier mein Login? Nee. Ich krieg einen Anfall. So, okay, Jens, erstmal herzlich willkommen und ja, ich hoffe, dass du deine alte Tochter ins Bett bekommen hast. Ja, sie hat heute irgendwie einen Riecher dafür gehabt, dass ich was vorhabe und nach ja. 14 geschätzten Büchern hat es dann funktioniert, dann ist sie sogar eingeschlafen. Okay. Ja. So, läuft der R-Factor Monitor? Ja. Mit der gleichen IP wie der RDD? Ja. Okay. So, genau. Das ist jetzt hier alles natürlich ganz, ganz blöd, wenn du jetzt mit dem RRD drauf bist, könnte ich den hier zumachen und ich würde dich bitten, das mal eben hier zu übernehmen. Ich muss tatsächlich das jetzt hier erstmal klären, was die hier gemacht haben, weil, ja, das ist irgendwie ganz seltsam. Ja, ist ja kein Problem. Ich bin auf dem RRD drauf, ich habe ein Bild, ich habe ein Live-Timing und ja, wir sind hier mitten im zweiten Qualifying, würde ich mal sagen. Von den Zeiten her, Alex Rambo, Robin Hasse vorne. Hatte sich auch, wenn ich mir die Hotlaps anschaue, auch schon angedeutet. Und ich hatte zwischendurch mal ganz kurz mit dem Robin gesprochen. Er hat sich heute vorgenommen, die Pole einzukassieren. Mal schauen, ob das so klappt. Ja, 4 Minuten sind um. Die ersten Zeiten purzeln jetzt so langsam. Und der Alex hat natürlich sofort wieder mal eine Duftmarke gesetzt. Mit einer 1.43.0 auf Stone sehr genau. Und ja, Mike Kolosche, der zweitschnellste dahinter aktuell mit 396.000. Also schon wieder recht deutlich. Robin Hasse allerdings auch schon wieder zurückgefallen auf Platz 5. Also sein Vorhaben ist noch ein bisschen weiter Ferne, da muss noch mal ein bisschen was kommen. Aber was ich ganz besonders erfreut sehe, Dennis Erner aktuell auf Platz 5. Jeder weiß ja, ist einer meiner Jungs. Dass ich den im Top 10 sehe, das freut mich immer ausgesprochen. Und ich bin ein bisschen irritiert, wenn ich mir mal so die restlichen Positionen angucke. Marco Meyer auf 14, nicht auf 11. Schauen wir mal, werfen wir mal einen Blick auf den Christian Rückert, der aktuell noch auf der 10. Position liegt, der aber sicherlich auch ein Kandidat für die ersten beiden Startreihen ist, wenn nicht sogar für die erste. Christian muss ich heute mal ganz besonders lobend erwähnen. Er hat mir unter der Woche mal ganz schnell aus der Patsche geholfen, hat die Strecke für uns umgebaut. Dafür hier auch nochmal vielen Dank. Und jetzt sieh zu, dass ich dich feiern kann. 2/10 Rückstand nach der zweiten Sektorenzeit, wenn er das bis ins Ziel bringt, würde das für die erste Startreihe reichen. Und Leute, man glaubt es kaum. René Herzig ist gerade auf die erste Position vorgefahren. Schneller als Alex Rambo. Als ich das noch mal erleben darf. Ja, Christian Rückert mit 6/10 Rückstand aktuell auf 7. Aber das war, glaube ich, auch seine erste wirklich schnelle Runde. Da wird sicherlich noch ein Angriff kommen.
Alex Rambo, 15.000. Trenny momentan von der Pole Position. Es ist schon mal ungewohnt, dass er mal zwei Stelle rumfahren muss. Danke, René. Ja, damit haben wir jetzt schon deutlich über die Halbzeit. Die Jungs werden wahrscheinlich nochmal schnell neue Reifen holen, um dann nochmal eine letzte Zeit zu setzen. Das müsste klappen. Gucken wir doch mal auf den Alex Rambo, der gerade, glaube ich, auf einer schnellen Runde ist. Aber noch 6.000. Rückstand hat. Wow, das ist ja mal ein richtig spannendes Qualifying. Nichts gegen dich, Alex, aber es ist mal schön spannend zu sehen, dass da vorne jemand mit rumfährt. Klasse. Gerade für den René freut es mich ungemein, der ist so ein bisschen unter Wert geschlagen. Aber jetzt kommen wir hier, letzte Kurve, geht's auf Startziel. Da werden wir jetzt gleich sehen, ob der Alex die Zeit vom René herzlich knacken kann. Startziel kommt jetzt 62.000. Damit ist er ein bisschen langsamer seine persönliche Bestzeit. Also die Zeit von dem René muss mal richtig gewesen sein. Ich werfe mal einen Blick in die Hotlaps. Ja, da ist der Alex 42.3 gefahren. Also da ist noch ein bisschen Luft. Gucken wir mal, auch hinten Sandro Petrocello aktuell auf der 10, da werfen wir jetzt mal ein Auge drauf. Aber das ist definitiv zu weit hinten für ihn, aber der läuft noch keine Zeit mit, der wird wahrscheinlich erst jetzt angreifen und das beobachten wir doch mal direkt, weil das ist der... Ja, bis Platz 9 haben wir gerade mal Rückstand von knapp 7 Zehnteln, er hat hier 2 Sekunden Rückstand, also das ist definitiv nicht der Bereich, in dem er sich normalerweise bewegt. Ja, der Box hat jetzt große Hektik. Die Jungs fahren jetzt nochmal eben schnell rein, versuchen so schnell wie möglich wieder rauszukommen, weil wenn sie jetzt die Boxengasse verlassen, haben sie nochmal eine Chance auf eine schnelle Runde. So, erste Zwischenzeit hier für den Sandro. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ach, schon wieder deutlicher Rückstand, über 3 Zehntel direkt im ersten Sektor. Ich denke mal aber auch, das ist jetzt mal so eine Sicherheitsrunde. Er scheint die anderen Runden nicht wirklich zu Ende gebracht zu haben. Und dann ist man so leicht verzittert, so ein bisschen am Lenkrad. Und dann bleiben aber eben die Zehntel liegen. Auch der René ist nochmal auf einer schnellen Runde oder ist unterwegs. Robin Hasse, keine Verbesserung. Sascha Landgraf ist auch unterwegs. Den behalten wir gleich auch mal im Auge. So, zweite Zwischenzeit für den Sandro. Und das reicht schon nicht mehr, um sich zu verbessern. Dann gehen wir doch nochmal auf die Position 8. Mit der Christian Rückert, der hat es nochmal geschafft, sich frische Reifen zu holen, startet jetzt hier seinen finalen Angriff, 30 Sekunden vom Ende. Und wenn ich das richtig sehe, ist der Alex Rambo an der Box. Damit wird es nichts mit der nächsten Pole. Das ist doch mal eine positive Nachricht für die Spannung. So. Ja, Sandro Petrocello hat 7 Zehntel Rückstand, bleibt damit auf Platz 10, hat sich zwar um 1,2 Sekunden verbessert, aber um keinen einzigen Platz. Und die Abstände sind halt wieder unglaublich hier. Der größte Abstand sind irgendwo mal 2 Zehntel, ansonsten bewegen wir uns hier nur im 100. Bereich zwischen den Positionen. Und auch Christian wird es nicht schaffen, sich zu verbessern, dafür ist diese Anfangszahl direkt schon zu schlecht. Das wage ich mal zu prophezeien. Auf der 5. bei Kolosche. Auf der 6. Thomas Wigner, der kommt jetzt gerade durch den 2. Sektor, messt es noch auf einer schnellen Runde, gucken wir mal, was da passiert. Aber auch schon viel zu großer Rückstand und dann werfen wir auch nochmal einen Blick auf den Dennis. Der jetzt hier auch zum Sektormesspunkt kommt und auch, das gibt nichts. Das gibt nichts mehr, das wird auch keine Verbesserung.
Dann gönnen wir mal den René die letzten Sekunden. Er fährt nämlich jetzt hier in die Box rein und er hat die Pole Position sicher. Das wage ich mal zu prophezeien, auch wenn noch drei Autos auf der Strecke sind. Unglaublich. Ja, freut mich riesig. Riesig. Jungs fahren das hier alle durch. Steffen. Daniel Streplow, den habe ich irgendwie komplett aus den Augen gelassen. Aber auch er fährt hier in der Box. Also damit haben wir dann ein Result, würde ich mal sagen, für unsere Startaufstellung für die Finale. So, ich lese diesmal von hinten vor. Auf Platz 10 haben wir den Sandro Petrocello. Auf der 9 Dennis Erner. Auf der 8 Daniel Streplow. Auf der 7 Thomas Wickler. Auf der 6 Mike Kolosche. Auf der 5 Sascha Landgraf. Christian Rückert auf der 4. Da habe ich mich wohl zu früh aus dem Fenster gelehnt und behauptet, er kann sich nicht verbessern. Da muss er grandiose Sektorenzeiten eben rausgefahren sein. Schön, Platz 4 für den Christian. Platz 3 Robin Hasse. Platz 2, man höre und staune, Alex Rambo. Und Platz 1, Trommelwirbel, René Herzig. Ja, hammermäßig. Deutliche Spannung. Hammermäßig. Also bin ich jetzt hier wirklich völlig erstaunt. Ja, ich auch, wenn man auf die Hotlaps schaut, dann bewegt sich ein René Herzig auf Platz 8. Und da eine Bestzeit, die ist docker 13. schlechter als die Zeit, die jetzt hier im Qualifying gefahren ist. Also entweder gut irgendwie gepokert, perfekt eine Runde rausgehauen oder einfach gut geblufft, ich weiß nicht. Ja, aber klasse, ich meine, wir haben einen der besten Starter auf der Pole. Alex Rambo gehört sicherlich auch mit dazu. Also das wird sicherlich ein ganz, ganz heißes Duell gleich werden. Das wird richtig heiß. Also definitiv. Und sagen wir mal ehrlich, ne, wir sind hier in Ungarn. Wer als erster durch die erste Kurve kommt, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, ist dann nicht ganz so gering. So, ich bin erstmal so weit zurück. Erstmal ganz herzlichen Dank, Jens. Das muss man jetzt erstmal klären. Du rettest nicht nur die Übertragung hier, sondern auch wieder mal mit deinem PC das Wohlergehen einer anderen Liga, die jetzt ganz schnell da noch Live for Speed drauf installieren müssen und die City-Liga, weil das ist wirklich eine tolle Liga und die machen ganz, ganz tolle Veranstaltungen. Und das wäre sehr schade, wenn die jetzt hätten nicht streamen können. Aber kriegen wir alles hin. Da bin ich ja froh, dass ich mein Rechnerrad nicht wieder ausgemacht habe, als er anging. Ja, genau, das war ich, der ihn angemacht hat. Ja, schön, erzähl mir, was habe ich verpasst? Ja, du hast verpasst, dass der Alex Rambo im ersten Quali eine Zeit unter 43 gefahren ist. Ach, aber ja, hier auch, der René Herzig auch. Ja, der Alex war noch ein Tick, war noch 80.000stel schneller, genau zu sagen, 79.000stel schneller. Und der hat nämlich eine 1:42.906 gefahren. Aber natürlich jetzt, das ist schon mal ein Brüller. Ich glaube, das ist das erste Mal diese Saison, dass jemand anderes hier die Pole fährt, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich schaue gleich natürlich gerne an die Results. Also ich wüsste wirklich nicht, genau. Wir gehen erstmal jetzt ins Warm-up. Und wir sagen mal ganz, ganz herzlichen Dank an den guten Enrico Herzig, der ja auch ganz viel auch paintet. Der steht immer so, was das Painten betrifft, immer ein bisschen im Schatten von Christian Rückert. Ist nicht negativ gemeint, sondern der Christian, der macht halt das meiste, aber Enrico halt auch. Wir erinnern uns vielleicht an das schöne Schrotti-Auto für Christian Rückert zum ersten Rennen. Das war auch von Enrico und der Enrico hat uns hier mal so ein paar Sachen eingearbeitet. Da können wir uns dann mal
So ein bisschen, da müssen wir nicht hier irgendwelche Webseiten wälzen oder sonst dergleichen Dinge, sondern wir haben hier eine wunderschöne Übersicht für die Fahrerweltmeisterschaft, für die Fahrermeisterschaft. Wow. GSMF Fahrerwertung, die ist so gut, dass wir es sogar hier, wir beide hier in unserem komischen RRD-Viewer lesen können. Und da sehen wir doch ziemlich deutlich, Alex Rambo führt das Ding an. Also da, ich weiß nicht, was da noch passieren muss, dass man den noch vom Thron stoßen kann. Aber René Herzig kann heute einen guten Schritt machen, wenn er nämlich das wirklich schafft, hier vor Rambo auch ins Ziel zu kommen. Und René Herzig überholt man mal nicht so einfach. Dann hat er auch gute Chancen im zweiten Lauf, da eventuell noch was zu reißen, weil wir wissen, dass der Alex im zweiten Lauf hin und wieder mal Problemchen hat. Letztes Mal hat es wieder gut geklappt bei Alex, Doppelsieg, aber gucken wir mal. Christian Rückert auf der 3 mit 393 Punkten, 391 für den Sandro auf Platz 4, Achim Krause 5. Und wenn wir uns das mal so angucken, gerade mal so ab Platz 2, da sind wir doch deutlich, wie gesagt, es gibt jeden Renntag 40 Punkte zu gewinnen. Und ja, da kann man eigentlich gesagt noch nicht so wirklich, wo man wirklich sicher sein kann, ist, okay, Robin Hasse wird wohl Schwierigkeiten haben, noch Meister zu werden, genauso wie Andreas Oehrlich, aber Verschiebungen sind da auf alle Fälle noch drin. Und sag mal, die beiden restlichen Podestplätze, Platz 2 und 3, sind erreichbar mindestens bis, ich würde mal sagen, Platz 6, wenn nicht sogar Platz 7. Ja, grandios. Ich vermisse den Achim Krause heute in der Startaufstellung, kann das sein? Ja, der hat sich kurzfristig abgemeldet. Der ist irgendwie mit dem Abschleppauto unterwegs. Der muss seinen Papa da irgendwo. Ich hoffe mal nur, dass es nur ein Defekt am Auto ist, nichts Schlimmeres war. Aber der wird es wohl nicht schaffen. Ja, sehr, sehr schade. Ja. So, kommen wir zu unserem G-Cup. Und da sieht es momentan wie folgt aus. Und das wird natürlich heute, wir haben schon wieder einen Schlagschrauber. Mach mich nicht fertig. So sieht das hier momentan aus. Phil Ostaszewski vor Maxi Wolter und jetzt sehen wir nichts mehr. Ja doch, ich habe hier noch André Burger und dann Dirk Sassmannshausen, Michael Wenzel und Enrico Herzig, unser Traumpainter, ja. Mit dem muss ich unbedingt Kontakt aufnehmen. Auf der 6. Tom Krüger, Ole Schulz, Fred Dunke, Daniel Borowski, das sind so die Top 10 des G-Cups, aber da wird sicherlich noch eine Menge Verschiebung geben. Der läuft ja erst seit 2 Rennen. Genau. So, und wir machen mal jetzt hier ganz schnell den Schlagschrauber weg. Schöne Grüße an den Stefan. Vielen Dank für den Hinweis. So, und dann connecten wir mal ganz schnell wieder. Nicht, dass wir jetzt hier da womöglich noch den Rennstart verpassen. Ja, das wäre nicht so schön. Das wäre wirklich nicht so schön. Zur Teammeisterschaft kommen wir, so wie wir hier wieder auf dem PC sind. Ja, aber die Grafiken nochmal hier vom Enrico sind einfach wirklich klasse mit den kleinen Autos vorne drin. Ja. Perfekt. Hat er großartig gemacht. So, und jetzt sind wir hier wieder bei der, jetzt sind wir bei der Teamwertung. Und da sieht's doch, hat sich zum Gegensatz zum letzten Mal durch den Doppelsieg von BMS Racing ein bisschen verändert. BMS Racing hat jetzt die Führung in der Teamwertung übernommen. Und X-Factor ist auf 2 gerutscht, hat aber erstmal so gut wie gar nichts zu sagen. Also, wie gesagt, auch hier sind noch, zumindest bis Platz 3, sind noch alle Verschiebungen möglich. Ja, passiert natürlich, oder es ist natürlich doppelt ärgerlich, dass der Achim Krause heute nicht am Start ist. Ja gut, aber auch Robin Hasse darf das zweite Rennen nicht fahren. Also von daher ist das auch für BMS heute nicht so. Also das wird sich ausgleichen, aber wird es wahrscheinlich keine Verschiebungen geben. Wir werden mal sehen, was kommt. Und vor allem jetzt René Herzig, wenn der jetzt hier wirklich zu seiner Form wiedergefunden hat, dann ist das Team Jägermeister momentan auf Platz 5 vielleicht auch noch ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Wir sehen X-Factor, der Fall zeigt nach unten, also haben eine Position verloren, genauso wie Black Forest Racing. Und von 8 auf 9, also gucken wir mal, was da, wie das dann aussieht zum nächsten Rennen. So, wir gehen wieder live. So, genau, Warm-up. Und das ist auch gleich vorbei und da haben wir wieder gut die Zeit überbrückt, mein lieber Jens, oder?
Ja, perfekt. Man, wir haben ja mittlerweile immer mehr zu erzählen, allein auch schon durch den G-Cup. Wir müssen ja gar keine Geschichten mehr erzählen in den Warm-Ups, sondern können uns ausschließlich mit Zahlen beschäftigen. Ich sehe gerade in dem Bild so eine riesige Staubwolke. Sind das die Ecke hier auf der Strecke? Ja, das ist in Ungarn schon immer so gewesen. Also fürchterlich, du, wenn da wirklich einer über den Dreck fährt, hast du ja null Sicht. Mhm. Ja, so Emily, du kannst es wieder aufwachen machen, weil der Lutz ist jetzt soweit wieder fit und kannst Papa dann erstmal nochmal beschäftigen, jetzt er weiß, wie es ihm nächstes Jahr geht um die Zeit. Genau, wenn dann nämlich zwei so einen kleinen Schreihälse sagen, Geschichte vorlesen. Nee? Ja, super. Mhm. Soweit möchte ich jetzt noch gar nicht denken, danke. Ja. So, da fährt einer ganz, ganz langsam die Box. Das ist natürlich blöd, wenn da zwei andere hinterherkommen. Damit nicht rechnen, aber alles gut gegangen. Ja, wir haben ein sehr, sehr lockeres Briefing, zumindest ein sehr, sehr eindringliches Briefing erlebt. Da ging es nämlich zum einen mal um die Strafen vom letzten Rennen von Manicur. Da gab es tatsächlich, ich weiß nicht wie viel, 8 Leute, die einfach mal die Boxenausfahrtslinie missachtet haben. Und die haben alle 2 Sekunden kassiert dafür. Ja, logisch, klar. Ne? Also solche Fehler, die wirklich zu vermeiden sind, wurden da gemacht. Und wir wollen mal hoffen, dass das heute hier alles ordentlich verläuft. Ich meine, wenn es im Rennen scheppert und man dafür eine Strafe abfasst, ja mein Gott, dann ist es so. Ne? Das passiert im Rennen. Aber wegen der Boxenausfahrtslinie sich 2 Strafsekunden einholen, das muss nun wirklich nicht sein. Nee, das ist ungeschickt und leicht zu vermeiden. Mhm. Mhm. Genau, ja. Oder im Qualifying Escape drücken und dann wieder rausfahren, wo jeder weiß, wie die Regeln sind. Also kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man sowas machen kann. Und ich kann es schon nachvollziehen. Man glaubt dann eventuell, es wird nicht bemerkt. Aber ja, das ist dann leider so. Dem Robert entgeht nichts. Doch. Genau. So, wir sehen hier so kaputt wie dieses Schild hier von der ING Lieber ist, genauso kaputt ist eigentlich auch diese Strecke, weil Mickey Mouse Kurs eigentlich irgendwie das Monaco des Ostens und wobei Monaco, glaube ich, sogar noch flüssiger zu fahren ist als das hier. Aber egal. Gott sei Dank haben wir die dann ja wohl schon hinter uns. Das bringen wir jetzt hier auch hinter uns. Und wir werden jetzt in wenigen Augenblicken in die Rennsession wechseln. Also ich habe definitiv nur eine wirklich positive Erinnerung an Ungarn. Das war mit Grand Prix 1, weil wir mit 2 Leuten im Hotseat-Modus die ersten 4 Plätze belegt. Also das war wirklich absolut positiv und das war irgendwie 91 oder so. Ansonsten ist Ungarn echt eine komische Strecke, ja. Was ist denn jetzt los hier? Fangen die an, hier Englisch zu chatten. Mhm. Ja, man weiß ja nie, wer zuschaut. Hm? Ach du Schiete. Ja, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Das sollte ich vielleicht noch mal eben machen. Ich hoffe, dass die Zeit reicht noch. Nee, war falsch. Log. Salz. Änderungsdatum. Was war das jetzt? Okay. So, wir sind noch im Warm-up. So, auf geht's. Ja, eine Vollständigkeit halber, ich habe gerade die Statistiken durchwühlt und es ist im 9. Rennen tatsächlich die erste Nicht-Pole von Alex Rambo. Ja, genau. Schon unglaublich, oder? Ja, gigantisch. Schon sehr beeindruckend.
Aus irgendwelchen Gründen sehen wir hier keine Zeiten vom Qualifying. Ich hoffe mal, das stimmt hier alles. Dass ich die falsche Datei erwischt habe. Nö, es scheint alles richtig zu sein. Produziert bisher auch keiner. Ja, dann gehen wir mal auf. Ja, gucken wir mal, ob wir hier irgendeinen erwischen. Der hier, ja, naja, ich meine, die fahren ja dann auch schon alle. So, genau. Kleiner Stau an der Ampel, aber die ist jetzt schon grün. Ups. Robert Stratner wartet wieder fein, brav. So, jetzt haben wir die richtige Kamera. Gibt's irgendwas mit dem Monitor? Achso, ja, der ist aus. Entschuldigung. Muss ich reconnecten jetzt. Mich übrigens auch. Wir sind, haben ja neu gestartet. Ah ja. Tja, ja, wieder, jetzt, wieder 35 Leute am Start. Also ja, richtig. So ein Mickey Maus-Kurs hier. Ja, richtig. Ja. Ja gut, wie gesagt, zwei haben sich kurzfristig mussten kurzfristig absagen. Also ja, schauen wir mal. So, kommen da immer noch welche? Ja, da kommen immer noch welche. Also ich glaube, wir warten hier schon eine halbe Stunde. Ich weiß jetzt nicht, ob die Boxenampel überhaupt noch grün ist. Das werden die Betreffenden dann schon merken. So, ich glaube, jetzt ist er aus, weil jetzt blinkt er blau. Das heißt, in der Boxengasse ist Verkehr. Keiner darf verkehrt rum in die Boxengasse fahren in der Zeit. Warum ist die blaue Ampel da am Ausgang? Im Gegensatz der Fahrtrichtung. Na gut, das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Das ist halt Ungarn. So, und da haben wir den Polsetter, den Jägermeister-Polsetter. Liebe Firma Jägermeister. Ich hätte da wirklich eine ganz große Bitte. Ich meine, wir machen das ja hier, wir fahren hier für euch die Werbung und ihr habt auch dankenswerterweise dem zugestimmt, dass wir das Auto so pendeln dürfen. Da freuen wir uns natürlich ganz so. Aber könntet ihr vielleicht mal bitte Aldi verbieten, diesen Mümmelmann zu verkaufen? Das wäre ganz großartig. Dann könnte ich nämlich auch nächstes Jahr wieder auf Kohlfahrt gehen. Ja? Vielen, vielen Dank. So. Das musste ich mal loswerden. Du möchtest wirklich wieder auf Kohlfahrt gehen? Ja, wenn es keinen Mümmelmann mehr gibt, ja. Gut, ich bräuchte ja eigentlich nur nicht meinem Schwiegervater auf Kohlfahrt gehen. Dann gibt es auch keinen Mümmelmann. Also vergiss das, Jägermeister. Ich kläre das mit dem Schwiegervater. Ist der kurze Weg, ja. So, da kommt er, der Jägermeister Polsetter. Also rein so von Übertragung her finde ich es schon spannender, wenn so ein René Herz nicht so auf 4, 5 oder 6 steht. Den kann man dann beim Start viel besser im Bild halten, wenn er dann ja so nach vorne wegschießt. Aber stehen die hier echt bis um die Kurve? Ja, nee, die sind alle noch nicht so wirklich auf ihren Positionen. Hoffe ich mal jedenfalls. Weil der Alex Rambo müsste eigentlich hier vorne hin. Ich glaube, der kommt da gar nicht mehr hin. Weil, so, jetzt ist es eh erledigt. Jetzt stehen sie da alle, wie es gehört, wie sie es gehört. Upsala. So, jetzt lassen wir die hier einmal durchs Bild fahren. Ja, ich bekomme hier gerade eine Info, dass wir heute mal von der Qualität her wohl wirklich hervorragend sein sollen, doch ohne Wackler oder Lexen. So sehr, sehr flüssig laufen. Ja, das freut mich sehr. Ich habe auch eine ziemlich bitterböse E-Mail an Twitch.tv geschrieben. Ich weiß es nicht, ob das was gebracht hat, aber... Ja, wenn gleich das ja Bild ausfällt, wissen wir, was es gebracht hat. Ja. Upsala. War zwischendurch wirklich verbesserungswürdig.
Ja, komm, wir sind hier in der Formation Lab. Zeit für Spekulation. Was willst du denn spekulieren? Der DAX war heute über 8000 Punkte. Was? Ja. Ja, wir haben natürlich normalerweise, sieht unsere Spekulation gerade von dem ersten Rennen aus, okay, wer wird Zweiter? heute, denke ich mal, wird so ein Alex Rambos richtig schwer haben. Ich meine, René Herzig scheint so seine Form gefunden zu haben. Wir haben den Kurs. Beide starten richtig gut. Also es ist nicht zu erwarten, dass der René einen Start verliert. Genau. Da haben wir ja eine Strecke, wo du wirklich sehr schlecht bis gar nicht überholen kannst. Mhm. Wir haben von hinten zwei schnelle Leute, Robin Hasse und Christian Rückert. Wobei der Robin vielleicht sich darauf konzentrieren wird, da vorne ein bisschen irgendwie in die Luft oder den Rücken frei zu halten. Den Rückert frei zu halten, ja. Wegzuhalten. Genau. Auch genau so. Hier. Ja. Also das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Aber wir haben natürlich auch unsere G-Cup-Wertung und da werden wir auch ein Auge drauf haben, definitiv. Phil Ostaszewski hat ja letztes Mal richtig Punkte abgesahnt. Führt jetzt mit fast 20 Punkten Vorsprung vor Maxi Wolter, der ja vorher führend war. Also das ist mindestens genauso spannend. Nur die liegen mittlerweile 10 Plätze beim Start auseinander. Also Maxi Wolter liegt auf 10 und der Phil eben auf 21. Also da kann sich das heute ganz schön wieder drehen. Also dieser G-Cup ist wirklich spannend. Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall mehr Spannung drin als der normalen Meisterschaft, zumindest was den Titel betrifft. Was den Titel betrifft, ja. Und auch Sandro Petrocello auf 10. Also, das ist ja so mein Ode Hederich. Sie wird nicht auf 10 bleiben. Der wird ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, genau. Fährt da einer in die Box? Ja. Da fährt einer in die Box. Der hat wohl eine abgekriegt. So, die Ampeln gehen an. Luft anhalten. Und wie erwartet, René Herzig mit einem fantastischen Start. Boah, was schießt der da nach vorne? Und Robin Hassel direkt neben Alex Rambo. Da dreht sich einer. Wer ist das hier? Lars Bukowski. So, und Jürgen Engelhardt kommt dann da auch. So, wir gucken mal nach vorne und René Herzig führt. Ja, vorne hat sich fast gar nichts verschoben. René Herzig, Alex Rambo, Robin Hasse, Sascha Landgraf, Christian Rückert. Hat er so einen Platz verloren. Das ist nachher schon gleich und der Alex macht sofort mega Druck. Ach, jetzt hätte ich gerne eine Webcam so auf den René, wie er so ständig in den Rückspiegel schaut. Aber hallo. So. Es gibt angenehmere Fahrer als Alex Rambo, den man gerne im Rückspiegel haben möchte. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, der René ist Profi genug. Das für sich, oh, hier macht er, jetzt wird er nervös. Jetzt wird er schon nervös und ich glaube, das wird jetzt hier. Oh, Mano. Oh, er zieht rein, er kriegt die Kurve, stark gemacht. Ja, und das ist das, was Jens eben sagt und ich vor dem ersten Fall schon sagte, es gibt kaum Möglichkeiten hier, ja, auf dem normalen Weg zu überholen. Irgendwie mit Ausbremsen oder sonst dergleichen, die ist hier nichts zu machen. Und gegen Startziel ist zu kurz, um Windschatten zu bekommen. Ja genau, wenn der Windschatten greift, musst du eigentlich schon wieder bremsen. Aber Robin hast du auch direkt hinten dran. So, jetzt kommt hier der ganze Laden vorbei. Und man sieht eigentlich vor lauter Bremswolken, sieht man kaum was. Oder Gummiwolken oder Gummi, was weiß ich auch immer. Qualm halt. Braucht. Oh, da kommen immer noch mal welche. René Herzig führt für Alex Rambo, Robin Hasse und Sascha Landgraf. Sascha Landgraf
denke mal, der wird auch wieder ein bisschen was wollen hier heute nach dem Desaster in Manicur. Ja, Desaster, aber für seine Verhältnisse war es schon nicht so besonders prickelnd. Upsala. So, hier wollte man eigentlich hin. Ja, man sieht hier, wie die Autos springen. Ja. Das ist keine Körbe, das sind irgendwie Bordsteinkanten. Ja, das ist Hammer hier, was hier abgeht. Also, unglaublich. Ja, guck dir die ersten drei hier an. Ja. So, momentan natürlich Maxi Wolter noch bester Skikart-Fahrer, nur zwei Plätze dahinter, Fred Dohnke auf 13. Ja, die mögen uns aber gerade verzeihen. Boah, Gott, die andere Linie hier. Was wir da jetzt gerade nicht entscheiden, weil... Ui, da gab es eine Berührung. Wer ist jetzt... Ist da Robin Hasse vorbei? Ja, Robin Hasse ist vorbei. Und fährt auch noch die schnellste Rennrunde. Gleich drauf toppt das nochmal Christian Rückert. Die ersten 14, 15 innerhalb von 10 Sekunden. Gigantisch. Wir hatten eine kleine Berührung zwischen dem Alex und dem René in der ersten letzten Kurve. Das hat der Robben natürlich sofort ausgenutzt. Und die Lücke, die wir vorhin hatten von zwischen Platz 3 und Platz 4, ist jetzt natürlich wieder weg. Jetzt haben wir hier einen richtigen schönen Expresszug. Aber hallo, aber hallo. Was guckt dir das Bild an hier? Was ist das geil? Ja, unglaublich. Ach, wenn es so nichts geben würde, würde ich dem René sagen, fahren wir geradeaus durch die Wiese, warum alle hinterherfahren. Genau. Ja, würden die wahrscheinlich. Oh, René, jetzt fehlt aus. Kann sich aber vorne halten. Und Robin Hasse ist nicht nur heute für den zweiten Lauf gesperrt, sondern hat auch, ist unter Beobachtung. Der muss aufpassen, dass er hier keinen Blödsinn macht. Aber das war in Ordnung. Ja, sagen wir mal ganz ehrlich, team-taktisches Fahren ist definitiv gut. Der Erste Alex Rampe sicherlich nicht vorbeilassen. Oder den Pass von dem Championship oder so. Das braucht er nicht. Er sollte hier frei fahren können. Das ist was anderes letzten Wochenende. Das werden wir hier nicht sehen. Das Thema lassen wir mal ganz außen vor, weil da kriege ich so sprechen. Red Bull verleiht Lügen. Hallo Olli. Hallo Olli. Ja. Ich bin ja markenunabhängig. Ich darf ja über diese Babypolitik aus diesem Kindergarten Ecclestone richtig schön herziehen. Genau. Ach, ich Mann. Wünsche euch zwei, lieber Lutz, lieber Jens, erstmal einen wundervollen guten Abend. Und ich habe mich einfach mal hier reingestohlen, um die Zuhörer hier mal wieder so ein bisschen auf die Palme zu bringen. Und guck mal, jetzt sehe ich sogar nur noch blauen Himmel. Ja, was nee, der ist jetzt wieder da. Wir sollten unbedingt vorne beim René bleiben. Der Robin war gerade daneben. Oh, ich sehe, wir fahren, was ist das, Hungaroring? Ja, ne? Genau. Ja, wir sind in Ungarn, mein Lieber. Und ja, wir haben das Phänomen, dass Alex Rambo zum ersten Mal in dieser Saison nicht auf Pol stand. Was? Und ja, und jetzt hier dem ersten Platz hinterherhechelt. René Herzig macht einen absolut geilen Job, der Vorjahresmeister oder Vorsaisonmeister. Meister der letzten Saison, so ist richtig. So, und Alex Rambo hat er seinen zweiten Platz wieder? Nee, immer noch nicht. Sein Teamkollege Robin Hasse ist an ihm vorbeigegangen. Also Alex heute mit einem echt bescheidenen Tag. Allerdings stimmt er dann, wir haben ein Rennen drei Plätze weiter vorne als gewohnt. Und wollen wir mal schauen. Ah, es ist schon echt böse, ne? Dass man sagt, ein echt bescheidener Tag, wenn er hier einen halben Sekunden hinter dem Führenden auf Platz 3 fährt und 15.000 hinter der Pole war. Also, ich muss noch jetzt nicht noch mal da verliert er sein Engagement in der VLN, wenn der so schlecht fährt. Das geht nicht. Hat er einen Kopf? Nein, weiß ich auch noch nicht. Er hatte dort ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen. Wo er eigentlich auch noch denken soll. Ich denke allerdings, dass aufgrund der Witterungsbedingungen das noch nicht geschehen ist. Dann muss man ihn fragen, ja, genau. Und aber wenn das funktionieren würde, wo ich ihm natürlich auch die Daumen zu drücke, dann hat er ein schönes Auto. Wirklich. Also das wäre eine tolle Geschichte.
So, wer ist gesperrt, zweiten Lauf? Was habe ich eben gehört? Der Robin Hasse. Der Robin Hasse ist schon. Ja, da gab es ein paar Vorkommnisse. Das war schon eigentlich aus Silverstone mitgenommen. Haben wir für Manicur nochmal aufgehoben und haben das nochmal ausdiskutiert mit den Beteiligten. Und so, da aber in Manicur nochmal ein Vorfall war, hat er die Rennsperre jetzt für Budapest. Den zweiten Lauf. Okay, ja. Okay. Immer diese Bögen zu tun. Guck mal, da cuttet wieder einer. Ja, das wird Hammer. Das wird Hammer. Ich habe hier eigentlich noch kein Auto so wirklich gesehen, der da nicht wenigstens einmal in der Schikane da über diesen Bordstein darüber gebügelt ist, aber egal. Also da kann ich euch vielleicht so ein bisschen den Rücken stärken, weil ich habe auf Facebook so die eine oder andere, also hier so in euer Forum gucke ich ja nicht wirklich rein. Frag mich nicht warum, keine Ahnung. Vielleicht blöd bin. So, aber ich habe natürlich bei Facebook das ein oder andere mitgekriegt. Und ganz klipp und klar, also das wurde auch, hi Achim, das wurde auch beim letzten Lauf der DTM am Hockenheimring ganz klar gezeigt. Die Curbs dürfen mitgenommen werden, das ist richtig, aber die weiße Linie ist die Streckenbegrenzung. Das bedeutet, zwei Reifen einer Seite müssen noch innerhalb der Strecke sein. Das heißt, auch in Dubai wurde das ganz klipp und klar gesagt, klar, ihr dürft räubern, wie ihr wollt, aber zwei Reifen müssen auf einer Strecke bleiben. Gut, die GT3s durften wahrscheinlich über Feld bei Wiese fahren, so wie sie uns überholt haben. Aber nichtsdestotrotz, das heißt also, wenn ihr dementsprechend handelt, handelt ihr auch gemäß ganz normalen Richtlinien. Also egal, wer Schiete, wir haben es verpasst. Ja, noch nicht. Noch nicht. Das ist ein heißer Fall. Ist noch nicht gegessen. Nein. Robin Hasse vorne. Halt, jetzt. Na, jetzt ist er Zweiter. René Herzig jetzt Zweiter. Und Alex Hamburg geht auch vorbei. Oh, was ist mit... Mann, von hinten kommt direkt der Sascha Dantler, der ist auch noch vorbei. Ja, das ist ein Abflug, das war der Sascha. Ich glaube, der ist dem René aufs Auto gefahren. Jo, Sascha Dantler hat sich gedreht, Christian Rückert hat sich auch wahrscheinlich mitgedreht. Der fällt nämlich jetzt auch gerade zurück bis auf Platz 6. So, wir versuchen mal hier ein Replay zu kriegen vom Sascha. Wir spulen jetzt etwas nach vorne. So, jetzt geht Alex da, ist da auch ein Herzig vorbei. Oh, der hat eine mitgekriegt vom Rücken. Ganz leicht. Ja, hat aber gereicht. So, wir gehen mal ganz schnell wieder nach vorne. Für die, die sagen, wir müssten auch mal hinten zeigen, sorry Leute, aber das war jetzt wirklich hier, ich war ja gerade dabei, irgendwie ein bisschen nach hinten zu gucken, als ich in der Tabelle gesehen habe, dass da sich tierisch was bewegt da vorne, da mussten wir das erstmal wieder zeigen. Guck mal, kaum bin ich da, gibt der Rambo wieder Gas. Das ist die Wische, hey, also. Ja. Dann gerade auf 10, Rückert auf 11, so weit sind die beiden zurückgefallen. Ja. Wahnsinn, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass... Die können natürlich Rückert nicht in den fließenden Verkehr zurück. Ich glaube, Rückert hat sich nicht gedreht, der hat gewartet. Wir haben vorhin nochmal irgendwas von Gentleman Agreement gesagt, wobei ich nicht so der Freund davon bin, in jedem Fall, gerade auf so einer Strecke, weil die Hinterherkommenden rechnen nicht damit, dass da jetzt einer langsam fährt, weil die haben auch vielleicht von dem Unfall nichts gesehen. Und und dann guckt da irgendeiner langsam rum. Dann kriegt er aber den Fairplay-Pokal. Ja, gut. Auch gab es heute nochmal eine klare Ansage in Richtung gelbe Flaggen. Wir haben immer wieder das Problem, dass die gelben Flaggen komplett ignoriert werden. Und das wird heute nochmal richtig wehtun, sollte das jemandem passieren, dass er da nicht vom Gas geht oder gar noch überholt, wie letztes geschehen. Also da hat unser österreichischer Autobahnpolizist die Finger drauf. So, dass sich das Ganze jetzt gerade ein bisschen entspannt. Ja. Wir haben den Achim Krause hier. Den wollen wir erstmal jetzt hier begrüßen. Hallo Achim, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich hab's leider nicht mehr geschafft. Hast du die Abschleppstange wieder ab jetzt? Ja. Ach Mensch, Dicken halt. Wie wirst du denn beim zweiten Rennen an den Start gehen? Das weiß ich nicht, ob das geht, oder? Na klar geht das. Du bist ja gemeldet. Also ich meine, natürlich kannst du starten. Du startest zwar von hinten, aber... Ja, macht das denn Sinn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gewinnst den G-Cup, Junge. Ja. Naja, was soll's. Also
Gut, ja, komm, natürlich selber wissen. Den Speed hast du natürlich, um da zumindest mal vielleicht um die Kuppe zu fahren und da eine gute Show zu liefern. Also, ich wäre dafür. Ja, ja. Ich wäre auch schwer dafür. So, oh, Kolosche hier. Mann. Ich soll den Stream anmachen. Wie sieht's denn überhaupt aus? Ich hab den noch gar nicht laufen. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, das im Stream zu fragen. Es ist verdammt eng und ist verdammt spannend. Und Alex Rambo zum ersten Mal nicht auf Pol. Und leider, was ist leider? Nee, er wird immer noch nicht. Nee, herzlich. Ach, René. Ja, gut. Ja. Ist ja auch nicht langsam. Letztes Jahr Meister, glaube ich, aus. Oder? Ja, genau. Ja. So, und so, der Robin Hasse kriegt jetzt gleich erstmal eine Meldung, M21. Ich glaube es eher nicht, weil die Meldung, die können sie sich gegenseitig hin und her schmeißen und der Hasse wird sagen, du kannst mich mal. Weil der muss Punkte machen. Genau, ich mache den Vettel. Der muss Punkte machen, weil, wie gesagt, für den zweiten Lauf wird er keiner einfahren und die Teammeisterschaft ist ja auch nicht unwichtig und sie sind ja durch Manicur, durch das sensationell gute Abschneiden beider Fahrer in Manicur, haben sie jetzt die Teammeisterschaft übernommen. Ja, vor uns, ne? Sind auf 15 Punkte mittlerweile, glaube ich. Ja gut, dadurch jetzt heute auch keine Punkte, werden sie natürlich noch mehr, wird der Abstand noch größer, ja. Leider. Naja, jetzt werden ja, jetzt auf 1 und 2 reinkommen. Genau. Also an Alex-Stelle kann er eigentlich jetzt entspannt die Position halten. Also ihm tut das nicht weh, dem Robin bringt es einen Laufsieg ein und für die Teammeisterschaft haben sie eh die vollen Punkte. Kein Risiko eingehen. Ja, René hat es auch ein bisschen jetzt sich zurück, ja, weiß ich auch nicht. Und was du, ja, der hat so ein bisschen sich aufgegeben, glaube ich. Der lässt jetzt den Abstand, also pusht jetzt nicht zwingend. Aber was Jens vorhin sagte, der Sandro fährt auf 5. Sandro Petrocello vor Dennis Erner und Daniel Streblow. Und ich glaube, von dem Daniel werden wir hier definitiv, das ist nämlich Meister 2011 und 2010. Und ich könnte mir vorstellen, da geht noch ein bisschen was. Ach nee, jetzt schreibt mir hier der Alex Lang, ich glaub's nicht. Ich glaube nicht, dass der René wirklich aufgegeben hat. Ich denke mal, die beiden Jungs da vorne haben einfach einen bisschen höheren Rennspeed. Das sieht man hier auch an den Top-Zeiten, die gefahren sind. Ja. Der kann einfach jetzt nicht mehr dranbleiben. Er hatte die Möglichkeit, sich da vorne breit zu machen. Das hat er ziemlich gut gemacht. Und wir haben es leider nicht ganz genau gesehen, wie er das erste Bodenmanöver zustande kam. Das zweite war dann diese Folgeposition daraus. Aber gut, da passt es auch nicht mehr. Christian Rückert fährt jetzt hier noch weiter zurück, bis auf 18. Und hat jetzt den Did Not Finished. Christian Rückert ist ausgeschieden. Das ist natürlich extrem bitter. Na, werde ich heute meinen dritten Platz in der Meisterschaft auch verlieren, glaube ich. Ne? Wer ist das jetzt hier? Was ist da jetzt? Der Christian hier. Jo, da fliegt er ab. Ja, hat die Schikane ein bisschen wahrscheinlich zu sehr voll genommen. Ja, und das sieht aber so aus, als ob der. Ja, als ob der Motor irgendwie nicht mehr. Ja, der ist so eingeschlagen. Und hinten qualmt es. Also ich würde sagen, der hat ein. Ja, da ist das Auto. Frontal eingeschlagen und der Motor. Ja, der Motor, der ja auch so weit vorne sitzt beim Porsche. Ja gut, der Kühler ist zumindest da. Ich weiß nicht, ob das so schnell überhitzt, aber naja, egal. Gut, einmal durchatmen. Auf Platz 9 haben wir den aktuell Führenden vom G-Cup, den Maxi Wolter. Dahinter auf Platz 10 direkt den Fred Donke. Die beiden liegen auch nur knapp eine Sekunde auseinander. André Burger ist dann der Dritte und Phil Ostaszewski ist noch auf 17. Also da werden wir wieder auch eine Menge Bewegung haben im G-Cup. Definitiv, also irre. So, und hier geht's auch richtig. Robert Stratner macht mal wieder Spaß. Und zwar. The Wall? Genau. Ja, genau. Ja, das merkt man sich, ne? Landgraf ist direkt dahinter. Ja, mit Sascha Landgraf, genau. Ich hatte mir jetzt gerade überlegt. Weil, stimmt, Landgraf hatte ja das Problem mit Rückert. So, und naja, was tun, ne?
Also im echten Rennen guckt man sich das so ein paar Kurven an, wenn einer nur wenn einer nur Kampflinie fährt und eigentlich den Speed definitiv nicht hat. Der geht hier ist richtig durch. Ja, ist richtig, was er macht. Das wollte ich nämlich sagen, da wird irgendwann auch mal ein bisschen die Brechstange rausgeholt und dann wird gezeigt, wird das auch. Ja. Bis hierhin und nicht weiter. Das kam auch direkt an der anerkennende Lichtruhe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hätte der Pepper auch lieber gemacht, als da so diese unaerodynamische Bewegung mit der Hand nach oben. Also, aber Formelautos Lichtruhe, weiß nicht, sieht auch doof aus. Finde ich nicht. Meinst du, wenn sie da so noch so ein paar Kotflügel vorne an die Vorderräder bauen, so ein Ding aus wie ein Ketterhelm. Und ich finde, ATU macht da jetzt den nächsten Sponsor vorne so Tagverlichter oder sowas. Genau. Der Sassmannshausen auf 14. Hat er denn schon das neue Design? Ja, tatsächlich. Die haben schon umgewechselt auf das neue Bulettendesign. Genau. Oh, oi, da kommt er wieder. Ja, auf einer Tube Senf ausgerutscht. Die Frikadelle fing an zu laufen, ja. Mhm. Mach die bei mir im Kühlschrank auch immer wieder. Genau. Man muss ihr nur Zeit geben. Ja. Vorne so, wir gucken mal weiter. Alles. Der Michel Wirz. Genau, das zweite. Der Grand Seigneur des Autosports, naja, oder so ähnlich. Mhm. Dirk und Kai wollen wahrscheinlich jetzt Anfang Mai mal zu mir kommen. Dann werde ich die mal schön zum Driften empören und dann wollen wir mal gucken, wie viele Kotztüten die Jungs brauchen. Ja, ansonsten, wie sieht's aus? Vorne alles noch so, wie es ist, ne? Ja, vorne ist alles, Hasse bleibt da und Rambo hat jetzt auch über eine Sekunde Rückstand. Also ich denke mal, jetzt von wegen. 0-2, ne? Ja, jetzt sind es wieder 0-2. Ja, das Timing gerade ein bisschen hin und her gesprungen. Nein, ja, und Sandro Pedro Shadow ist auch noch an Thomas Wickler dran, also auf 4 und 5. Also. Aber was dieses Aufgeben angeht, da vielleicht auch nochmal zu dem glorreichen Rennen, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben. Das macht ein echter Rennfahrer eh nicht. Und deswegen, also wäre ich in Rosbergs Haut gewesen, ich glaube, ich hätte die so zusammengeschissen am Punkt und hätte gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch und wäre dem Hamilton noch extra nicht angefahren. Also, ja, weil das ist die größte Strafe für einen Rennfahrer. Ja, du darfst nicht überholen, obwohl du weißt, du bist schneller. Und dann kommt da auch noch so ein kleiner Schokomann, ja, fährt das zweite Rennen im Team und du selber reißt dir den Arsch seit Jahren auf. Und da muss ich allerdings sagen, hat der Hamilton super toll reagiert, dass er danach sagt, ja, ich bin eigentlich traurig über den Platz, ich habe ihn nicht verdient. Also das ist dann wiederum eine Charakterstärke, die ihm so nicht zugesprochen hätte. Aber genauso hat es der Alex hier auch. Der guckt sich das jetzt einfach mal an, was sein Teamkollege da vorne macht. Oh, guck mal da, Sascha Landgraf, ne? Auch schön am Fighten. Und wird dann nochmal seine Möglichkeiten suchen. Was mir gefällt, ist, dass er, gut, in zwei Teilen habe ich nicht mitgekriegt, dass er in Asien war, aber dass er nicht mehr so derb in der Brechstange fährt. Hat er da mal irgendwie von euch. Ja, der hat, naja gut, jetzt nicht zwingend, wir erinnern uns ja an Monaco, ne, und nein, also wir haben allerdings schon mit ihm geredet, ja, wir hatten ja bei dem Vorfall mit Robin Hasse, da ist er ja nun mal sein Teamkollege, da war er mit. Ausbremsen und, passt das? Ach, nee, passt nicht. So, ja, wie sieht's im Skicup aus? Maxi Wolter, ja, haha, Fred Donke ist dran. Hier haben wir auch das Führungsduell zwischen Fred Donke und Maxi Wolter im G-Cup. Genau, und direkt dahinter schiebt er das Sascha Landgraf. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, der Sascha kämpft hier in die Pole Position für den zweiten Lauf. Ja, so sieht's aus. Jetzt wird's hier langsam bei wirklich haarig. Da, ja, nee, die haben ihre Bremse so eingestellt, dass das. Oh, upsala, wer steht da denn? Es sah mir nach. Was hast du eigentlich immer mit deinem Obstsalat?
Was ist denn jetzt passiert hier? Upsala. Nee, das ist kein Obstsalat, das ist eine Stadt in Schweden, ne? Ja. ja, so, gut. Aber ich glaube, das war Kurt Mildenberger, der da stand. Ja. Und der ist nämlich raus. Genau. So, und jetzt wird es hier echt haarig. Was macht Phil Ostaszewski? Der fährt auf 17 und hat den Micha Wirz vor sich, aber auch nicht wirklich in Schlagdistanz. Auch wenn das hier eine Hammergruppe ist, auch, aber nützt nichts. Der Phil muss sehen, dass er irgendwie in die Nähe des Wolters kommt, weil sonst ist der erstmal in der Meisterschaft ja, entfleucht. Und das wäre natürlich schade, wenn wir hier einen ähnlichen Verlauf kämen wie in der Hauptwertung. Schaut doch mal bitte auf Platz 4, 5, 6 und 7. Ich glaube, die sind alle ganz eng beisammen. Oh, das ist hier so die Perlenschnur. Der Standardabstand. Ja, ja, das ist wirklich, also auf den Plätzen haben wir es eigentlich immer so in der Form. Das ist bei dir genauso. Und wenn man irgendwo mal Action sucht, dann geht man so auf Platz 6 oder 7. Da ist meistens irgendwas los. Ja, aber ist doch gut für Achim. Der kann sich das jetzt genau angucken für den zweiten Lauf und weiß, was dann zu tun ist. Genau. Ja. So, aber vier Runden haben wir noch. Achim brauche ich gleich auch noch. Also trainiert habe ich hier auch nicht. Nein, 50 Runden. Oder so, mehr nicht. Hier braucht man ja auch nicht trainieren. Ja, ja. Also ich habe schon überlegt, wir machen eine AI-Tockel an und dann drückt jeder, das kommt man da drücken, I glaube. Und dann fahren die Autos mehr oder weniger von alleine. Kurze Info, Fred Dunkel ist zurückgefallen bis auf Platz 13 und der Sascha Landgraf ist damit auf 10 und für den zweiten Lauf. Ja, ja, gucken wir mal, ob... Ah ne, kriegen wir nicht hin. Welche Strecke kommt als nächstes? Du fragst mich jetzt Sachen. Ey, wir sind hier im Livestream von Ungarn. Da fragst du mich über die nächste Strecke aus. Das weiß ich frühestens im Interview. Wenn überhaupt. Normalerweise muss Jens das beantworten. Ja, so, gut, aber jetzt haben wir zumindest Spitze. Nicht den Christoph wieder dabei, der uns noch genau sagen kann, wie viele Meter zu fahren sind in der nächsten Zeit. Und ja, wie viele Runden in 12 Stunden absolviert werden. Ja. Aber das ist schon ein wandelndes Lexikon, der Kleine. Also ja, der hat schon so seine Sachen und geht's jetzt ja. In die Überrundung, ne? Ja. Ja, so allmählich, genau. Ich muss ja natürlich jetzt hier mal meinen Statistik- und Wissensguru raushängen lassen. Wir fahren natürlich in Spa. Achso, jetzt hast du mal fix nachgeguckt. Also das wäre bei mir schneller gegangen. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ich habe mir auch kurz überlegt. Und wollte euch nicht ins Wort fallen. Achim, hattest du es gesehen? Ich hab dir das geschickt. Ich suche gerade im Donner. Ich bei mir. Ich finde. Du bist live. Wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt 14 Runden gefahren und die ersten 8 sind innerhalb von 4,5 Sekunden. Das ist schon imposant. Das ist schon sehr bemerkenswert, ja. So, Sascha Landgraf ist jetzt mittlerweile auf 9, Maxi wollte auf 10. Wenn das so bliebe, hätten wir den ersten G-Cup-Fahrer auf Pol, aber im zweiten Lauf, aber jetzt ist erstmal Marco Meyer da dran. Der will nämlich auch wieder eigentlich dahin, wo er sonst auch fährt, nämlich in den Top 10. Ach, und ich glaube, das passt jetzt auch. Oder passt es noch nicht? Da müsst ihr die weite Linie geben. Ui, ui, ui. Ja, aber die nächste Kurve ist für ihn eigentlich. Ne? Ja. Nein! Oh, er sich. Meine Fresse, wie bitter. Und da kriegt er auch gleich noch Stress mit Robert Stratner. Fred Dunker auf 12. Sassmannshausen, da ist was passiert. Da ist was passiert.
wo ist... Ne, Meier ist auf 11 nach wie vor. Ja, die Linie, das müssen wir uns jetzt noch mal anschauen hier. Du einmal kurz neben die Linie, verlierst sofort dann zwei Plätze. Das ist... So, hier erstmal der etwas späte Bremser, sodass Wolter wieder kontern konnte. Dann gehen sie hier nebeneinander auf diese fürchterliche Linkskurve, die schwer einzusehen ist. Und da verbremst er sich ein zweites Mal, kommt zurück und da kommt Robert Stratner und trifft ihn hinten und dreht sich raus. Das war das Problem. Also nicht Meier hat es erwischt, sondern Stratner. So, wir sind wieder live. Immer ungünstig, die Jury von der Strecke zu kicken. Ja, das ist... ja, das ist aber auch immer ungünstig, wenn so ein Stuart auch selber Rennen fährt, ne? Ja, da eine gewisse Objektivität an den Tag zu legen, ich denke mal, das ist nicht unbedingt leicht. Ja, ich glaube, wir sehen jetzt hier die Schlussattacke vom Alex. Wir sind in der letzten Runde. Ja, genau. Ist wieder schön rangegangen. Ich denke, wir müssen vielleicht vor der Schikane noch probieren. Wenn Hasse keinen Fehler macht. Glaube ich, wird er ihn gewinnen lassen. Ja, bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber... Er unterzieht hier seinen Lehrling mal den Meisterprüfer, ne? Er setzt den unglaublich unter Druck und sieht hier gerade wirklich eine tolle Show von Robin. Ja, und ich glaube, jetzt braucht er auch nicht mehr lange. Jetzt gibt es keine große Chance mehr. Höchstens jetzt hier noch unten in diesen komischen Linksknick. Weil so wie die Jungs bremsen, kann er den Abstand nicht später bremsen, weil dann ist es in Timbuktu. Ja. Ah, jetzt hat er ein bisschen arg gecuttet. Jetzt ist er wirklich dran. Aber ich glaube, das macht er nicht. Nein. Er bleibt dahinter. Aus, warum auch? Ja. Ja, und habe ich Sandro auf 4. Ja. So. Herzlichen Glückwunsch, können wir da nur sagen. Da wird nichts mehr passieren. Auch nicht... Ausgangs der letzten Kurve. Herzlichen Glückwunsch an Robin Hasse. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Absolut. Ja, vom ganzen Team. Absolut. Und auch René auf 3. Klasse. Sandro auf der 4. Aber schau mal, der René ist nicht wirklich weit dahinter. Also gut dran geblieben noch. Ja, definitiv. Vom Rennspeed. Komm, dann machen wir irgendwie weiter. Dennis Erner auf der 5. Thomas Wittler auf der 6. Dann haben wir den Daniel Strohke auf der 7, Mike Broscher auf der 8, Sascha Landgraf auf der 9 und auf der Pole fürs zweite Rennen auch die Gewinner des G-Cups im ersten Lauf, Maxi Wolter. Platz 11, Fred Donke, zweiter im G-Cup. Marco Meier auf der 12, Dirk Sassmannshausen auf der 13. Ja, er ist auch im G-Cup? Genau, ich wollte nur wissen, ob er auch im G-Cup ist. Ich musste nur nicht weiter machen. Ja, genau. Robert Stratner auf der 14, André Burger auf der 15 und 5. im G-Cup, Michael Wirz 16, Phil Ostaszewski 17 und der Julian Siebenby, das wollte ich vorhin schon mal fragen, auf der 18. Das ist doch mal irgendwie so gar nicht die Region, in die er sich sonst bewegt, oder? Ja, ich glaube, da ist irgendwas passiert. Also der war schon im Quali recht schlecht, ist nicht in die Top 10 gefahren. Okay, Andreas Oerlich auf der 19, Enrico Herzig auf der 20, auf der 21 Axel Schweiger, Andreas Borde 22, Felix Appelt 23, Marco Schilli 24, Frank Glipsen 25, Steffen Streblo 26, Ole Schulz 27, Daniel Borowski 28, Michael Beetz 29, Tom Krüger 30, Lars Borkowski und Yves Mekus überrundet und ausgeschieden Kurt Willenberger, Christian Rückert und Jürgen Engelhardt. Genau, so sieht's aus. Ja, meine Lieben, das war ja mal eine nette Geschichte. Also, Leute, also ich bin hier, mein Puls ist leicht erhöht nach dem ersten Lauf. Das ist nicht zwingend so. Es ist zwar immer irgendwie was los hier, aber das war schon mal richtig geile Action, wenn wir mal nur sehen, die ersten, was waren das? Ersten 10 in oder ersten 8 in innerhalb von 4 oder 5 Sekunden. Also Gratulation, muss man ganz klar sagen. Klar gab es auch ein paar Rempler, aber mein Gott, wir fahren hier Rennen. So sieht's aus. Und so. Dann geht das Ganze jetzt hier in die neue Runde.
und wir versuchen das dann irgendwie jetzt wieder herzustellen. Das mache ich jetzt. Ich übergebe das Ganze jetzt hier einfach. Ich gehe jetzt nach Hause. Nee, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Oder? Geh Kaffee. Doch, ich bleib noch. Genau. Gehst du nach Hause, ist gut, ne? Genau, dreh dich auf. Genau. So sieht's aus. Aber verlauf dich nicht, Lutz. Ich hier. Wir haben uns ja noch gar nicht mehr gesprochen seit dem letzten Rennen, aber ich habe es hier bei uns, ich wohne ja in Essen, mehrfach in der Zeitung gelesen. Es war ja dieses Kartrennen, wo du ja auch teilgenommen hast. Ja, wo ich teilnehmen wollte. Ah, okay. Ich war auch gemeldet und habe mich auch riesig drauf gefreut. Wir haben auch von der Firma her so ein bisschen dort unterstützt, weil ich einfach denke, dass diese Sache mit dem Kinderhospiz eine wunderbare Gelegenheit ist, einfach auch mal als gesunder Mensch etwas zurückgeben zu können. Nur als gesunder Mensch hätte ich auch teilgenommen, nur mich hat es wirklich 2 Wochen vorher beim Schneeschippen einen Hexenschuss hat es gegeben, sodass aber alle Tests auf Bandscheibenvorfall positiv waren. War dann auch im MRT und alles, was dazugehört. Das fiel dann allerdings negativ aus, aber das Witzige ist, oder das eigentlich nicht so Witzige war, ich habe dann eine totale Muskelverhärtung ins linke Bein bekommen, dass die Ärztin zweimal zustechen musste, weil die erste Nadel nicht so richtig rein wollte. Also der Muskel stand unter absolutem Dauerstrom. Das musst du dir vorstellen, als wenn du mal einen Wadenkrampf gehabt hast. Das ist ja, ja schon schmerzhaft. Und wenn du den mal, ich sag mal, mal 3 oder mal 4 nimmst, dann weißt du, wie sich das angefühlt hat. Und dann eben nicht sporadisch, sondern wirklich kontinuierlich 24 Stunden am Stück. Ich hab Ibo 800, Tetrazepam und Neuralgien gelutscht wie saure Drops und es hat nichts geholfen. Also es war schon wirklich heftig. Und da konnte ich dann leider, ich habe mich da auch tierisch drum geärgert, ich konnte da leider nicht an dem Kartrennen teilnehmen. Da ist dann jemand für mich eingesprungen. Hat mir auch wirklich leid. Und ich bin jetzt eigentlich erst seit knapp eine Woche kann man sagen, so fast schmerzfrei. Also so lange hat sich das hingezogen. Ja, aber da steckt man halt nicht drin. Ne? Aber es ist ein ganz, ganz toller Event gewesen. Sind wieder richtig schöne Gelder auch zusammengekommen an Spenden für das Kinderhospiz Balthasar. Und und es wurden auch wieder eine ganze Menge Runden da gedreht. Ja, ich habe die Berichte gelesen und sie waren doch recht ausführlich hier in der Tagespresse. Also habe natürlich dann auch, weil ich wusste, also jetzt ein bisschen darüber informiert war, sonst hätte man das vielleicht noch nicht so intensiv gelesen, also doch schon sehr interessiert gewesen. Ja, schade für mich, aber war bestimmt toll gewesen, dabei zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt, es gibt, also wir machen ja so verschiedene Events im Motorsportbereich. Wir haben jetzt im Herbst wieder, sagen wir jetzt die High Five. Das heißt Race for Friends, der fünfte Event. Da haben wir dann den Nürburgring Grand Prix Kurs, die wird uns gestellt, beziehungsweise dem Verein Race for Friends. Und da haben wir dann rund 350 benachteiligte Menschen mit körperlichen oder auch geistigen Behinderungen, die wir dann in den einzelnen Rennautos, die von den Rennteams, von den privaten Fahrern etc. pp. Wirklich dann auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Da haben wir dann teilweise 40, 50, 60 Autos. Und es ist so ein wahnsinnsbewegender Moment, wenn du dann diese Menschen einfach aus deinem Auto aussteigen siehst und du siehst die Augen sowas von glänzen und leuchten. Da sagst du, ja, jetzt hast du den Sinn des Lebens doch nochmal verstanden. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, dann findet auch regelmäßig ein Korso statt und Versteigerung bei eBay für zum Beispiel Streckenposten, die im Rahmen der Rennen verletzt worden sind und. Also da muss ich sagen, gibt es zwar immer noch zu wenig, aber doch schon sehr, sehr schönen Halt. Und ich sage immer, wir gesunden Menschen können da einfach auch mal ein bisschen was zurückgeben und kann ich nur jedem mal raten, sich das mal mit anzugucken, das mal mitzuerleben und dann denke ich, ist es auch leichter zu verstehen, warum wir da mit so einem Herzblut einfach mit dabei sind. Ja, es hört sich wirklich gut an.
Also Sachspenden, Sachpreise, Geldspenden, egal was, Reisen, Aufkleber, Übernahme oder sonst irgendwas, das ist alles herzlich willkommen. Also weil da sind wir natürlich immer am Kämpfen, um denen, die da hinkommen, einfach auch mal ein bisschen was zu geben können. Und wenn es nur, ich sag mal, Kugelschreiber als Werbegeschenke sind oder keine Ahnung. Das ist also eine schöne Sache. Ja, klasse. Nächstes Jahr ist wahrscheinlich wieder so eine Veranstaltung. Vielleicht sieht man sich dann da ja mal. Also bei das Kartrennen auf jeden Fall. Das wird wieder stattfinden. Ganz klar. Also sollte ich dann nicht mit dem Kopf in der Hand rumrennen oder so, dann bin ich dabei. Schön. Ja, wie es der Zufall so will, habe ich gestern Abend so ein bisschen irgendwie rumgesetzt und auf Motorvision hatten sie dann einen Bericht über die 24 Stunden von Dubai. Ach echt? Da warst du doch auch, ja. Das war auch echt, war super interessant. Ich habe es leider nicht ganz zu Ende schauen können, aber auch mit viel so Hintergrundberichten aus dem Box raus und war echt klasse. Also man ging sicherlich auf das Renngeschehen ein, aber war echt sehenswert. Also ich muss mal gucken, dass nochmal wiederholt wird, weil ich habe den Anfang ein bisschen verpasst und das Ende dann auch, weil meine beiden Kinder dann irgendwie mal einen Tribut gezollt haben. Aber sehenswert. Müsstest du vielleicht mal gucken, vielleicht gibt es das irgendwo als Stream oder sowas bei Motorvision. Also war schon interessant. Glaube ich. Also wir haben auch witzigerweise jetzt die Woche noch mit einigen gesprochen, die auch da gewesen sind, teils als Mechaniker, als Fahrer und sonst was. Und wir sind wirklich alle einhellig zu der Meinung gekommen, das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also unser Team, wir haben auch schon für 2014 die Meldung raus. Freue ich mich natürlich auch wieder riesig. Wir alle hadern natürlich momentan mit dem Wetter und die Motivation zurzeit bei vielen überhaupt das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu fahren, ist eher gering, weil Wetter ist noch nicht so und also, aber Dubai, das ist also vor allen Dingen auch für unsere Zuhörer und Zuschauer, das stellt man sich immer so wahnsinnig teuer vor. Ich kann euch nur sagen, wir haben dort eine Woche Dubai mit Flug, mit Hotel und Frühstück und allem drum und dran, wirklich kostet das, also uns hat 660 Euro gekostet. Und da war sogar der Leihwagen schon drin. Da kann ich weiß nicht, eine Woche Malle ist wahrscheinlich genauso teuer. Ja, vermutlich ja. Ich hab da gerade was gefunden, habe ich dir geschickt, kannst du ja mal reingucken. Im Teamspeak. Ja, cool. So, meine Lieben. Das habt ihr ganz wunderbar überbrückt und vor allem richtig gut informativ. Das war mal ganz was anderes. Wir sind jetzt soweit, dass jetzt das Warm-up abgelaufen ist und wir werden jetzt zum zweiten Lauf übergehen, hier auf dem wunderschönen Grand Prix-Kurs von Ungarn oder beziehungsweise vom der Hungaroring und in der Nähe von Budapest und wir hoffen mal, dass wir hier jetzt die Action sehen. Ja, so die richtig nochmal Action, weil der erste Lauf war ja schon kaum noch. Ja, ich weiß nicht, ob das nochmal zu toppen ist. Wir werden die ersten 10 Plätze, die ja jetzt umgestellt wurden, die 10 Platzierte des ersten Laufs, der 10 Platzierte des ersten Laufs startet jetzt von der Pole. Und das werden wir gleich verlesen und wenn wir jetzt umgeschaltet haben. So, nee, nicht go to the next race, sondern next session reicht. Danke. Ich habe ja am Samstag mal den Langstreckenpokal mir in der Firma ein bisschen angetan, als ich da noch gearbeitet habe, ein bisschen länger. Und ich muss das sagen, ich finde das immer so witzig, wenn der Lutz so vor sich hinredet, so, ja, ich, mich hört ja keiner und ach, ich Was? Mach das jetzt einfach mal so ein bisschen. Das ist echt herrlich, das ist super sympathisch. Mich hört keiner? Ja, so auf die Art und Weise, so, ach, ich rede jetzt mal so mit mir selber und was mache ich hier eigentlich, welche Knöpfe drücke ich denn jetzt mal? Das ist wirklich gut. Also so richtig ungezwungen und herrlich und nicht so einstudiert wie hier so ein Heiko Wasser oder sowas. Ja, diese synthetischen Kommentatoren, davon haben wir schon genug. Ja. Und das muss ich nicht haben. Das habe ich eigentlich von. Das ist eigentlich Absicht tatsächlich. Also ich glaube, ich könnte es auch beschliffen. Da habe ich aber gar keine Lust zu, weil das wäre nicht ich halt. Und ja. Ja, aber nutzt diese Authentizität, die fehlt in so vielen Bereichen, auch im Motorsport. Ich meine, Wochenende haben wir es gesehen.
ganz, ganz. Ich weiß nicht, ob ihr WTCC gesehen habt. Da ging ja wirklich da ging der Punk so richtig ab. Die beiden Laders, nagelneues Team, ja, beide Laders, direkt nach der ersten Runde, beide Autos Kernschrott, und zwar weil sie sich aber nicht, nein, das wäre ja mies, sich andere auszusuchen. Nein, die haben sich gegenseitig ausgesucht. Und was mich wahnsinnig freut, der Marc Fazeng, mit dem ich da in Dubai auch noch gesprochen hatte, über der Siegerehrung, sagte, ja, wir werden WTCC fahren. Oh Gott, seid ihr bekloppt, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Pensum und da geht so viel kaputt. Ganz hervorragenden vierten Platz im zweiten Lauf mit mega kurzen Abstand vor dem Opa aus Italien. Tacquini da, der ihn, also die Italiener dürfen ja sowieso in Italien machen, was sie wollen. Der ist gefahren wie eine wilde Sau. Der kann nicht anders. Ja, ich habe schon gedacht, der hätte GG auf dem Kennzeichen hier, aber... Kriminalpolizei, achso, nee. Ja, aber Hammer, das ist, der Marc hat das denen da richtig eingeschenkt und ich glaube, da werden wir dieses Jahr noch das ein oder andere erfahren und ich denke mal, der René Münch ist nur ein bisschen schlechter gefahren, bei dem haben sie ja seinen Helm geklaut und da ist auch immer ein Freutor. Ja, ja. Vielleicht soll man meine Server wieder ein bisschen flott kriegen. Wobei, ich finde die gut, die er da hat. Also der macht eine... Der Orlinkel ist ein geiler Laden. Das ist wirklich der beste Provider in Deutschland. Das ist nicht die Frage, aber momentan hakt es ein bisschen. Jedenfalls auf meinen Maschinen. Ne? Naja, egal. Wir sind jetzt soweit in der Aufwärmrunde. Wir gehen jetzt gleich in die Formation Lab. Wir sehen hier schon mal den Polsetter, nämlich Maxi Wolter. Genau, ich weiß Countdown nochmal für ein Kaltgetränk. Bis gleich. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Jens, bring mir mal eine Currywurst mit. Genau. Ja. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was der Maxi jetzt hier so verspürt. Aber ich vermute mal, lässt ja immer völlig coolen raushängen so. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihm jetzt schon ein bisschen. Auf Grundeis geht. Ja, ja, so dramatisch wollte ich es jetzt gerade nicht ausgedrückt. Ja, in Niedersachsen ist man etwas förmlicher. Ja, ich bin aber kein Niedersachse. Komm nieder, du Sachse. Ja, genau. Ja, ich bin einer ohne Nieder eigentlich. Von daher. Echt? Ja, ich bin in Leipzig geboren. Ja. Du leidest auch an dieser Krankheit? Nö. Also ich sag mal so, wenn man sich ein bisschen auskennt und nicht. Ja, das sowieso nicht, aber wenn man sich ein bisschen auskennt und ein bisschen genauer hinhören würde und man bei den Hartz-IV-TV nicht immer irgendwie die letzten Assis da zeigen würde, die es übrigens überall gibt, dann wäre das Image auch nicht so katastrophal, weil interessanterweise zumindest die einigermaßen Schulbildung erfahren haben, die sächseln zwar, sprechen aber ansonsten ein sehr akzentuiertes Deutsch. Das kriegt man nur so nicht mit. Durch den Slang. So, auf geht's. Wir haben auf der Position 1 Maxi Wolter. Auf der 2 Sascha Landgraf. Auf der 3 Mike Kolosche. Jawohl, Mike. Ach, hier. Jo. Wahnsinn. Auf der 4 Daniel Streblow. Auf der 5 Thomas Wickler. Auf der 6 Dennis Erner. Auf der 7 Sandro Petrocello. Auf der 8 René Herzig. Platz 9 für Alex Rambo und vorgerutscht auf die 10, dadurch, dass Robin Hasser, ja, der wäre jetzt normalerweise von 10 gestartet, ist jetzt Fred Dohnke. So, natürlich, der Fred kann jede Position gebrauchen, weil er muss Punkte gut machen auf Maxi Wolter, aber noch viel mehr Punkte gut machen muss der Phil Ostaszewski, der startet jetzt von 17. Und da müssen wir mal schauen, was da jetzt wird. Ah ne, der startet gar nicht von 17. Das muss man nämlich einmal hier connect. Wieder. Auf 16 steht er, ja. Ja, auf 16, genau, weil da ist ja jetzt der Robin ist ja rausgefallen. So, und somit ist das natürlich jetzt eine irre Aufgabe, weil der Maxi, wenn ihm nichts passiert, dass er gewinnt mit einem Sascha Landgraf im Genick, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber auf alle Fälle wird er, so ihm kein Missgeschick widerfährt, wird er auf alle Fälle eine gute Platzierung erreichen. Wahrscheinlich die beste, die er bisher hatte. Und dann werden wir mal gucken.
Weil meines Wissens ist es auch das erste Mal, dass er auf Pol steht. Also auf dem 10. Platz war im ersten Rennen. Ich bin jetzt mal gespannt, was der Herr Kolosche anstellen wird in der Frikadelle. Ob die schon ein bisschen ranzig ist oder ob die noch scharf gewürzt durchs Feld geht. Ja, ja. Ja, wenn sie ranzig wird, kann man ja ein bisschen nachwürzen. Ja, ja, mit Senf, aber Senf ist ja rutschig. Ja, nee, also man kann da auch noch ein bisschen Gewürze rüberkippen. Tabasco. Ja. Genau. Also jetzt hätte ich ja fast einen Spruch gehabt, also ich sag den natürlich nicht, aber rein theoretisch hätte ich jetzt gesagt, das wäre wie Perlen vor die Säule schmeißen, aber das wäre natürlich, nein, das wäre nicht fair. Also nicht dem Mike Kolosche gegenüber, sondern der Frikadelle gegenüber. Ja, ja, genau. Das Fleisch. So, dann gucken wir uns mal das neue Fahrzeugdesign etwas genauer an. Oh, der genau. Wagen sieht in echt so was von praktisch aus. Wirklich. Vor allen Dingen, die haben da ja jetzt ein Modell rausgebracht, auch von den Kotflügeln her, von der gesamten Optik, auch ohne Beklebung, wo du einfach nur wedelnd davor stehen könntest. Ja. Hast du dir schon jemand für den Start rausgeschuckt? Wir sind bei Mike im Moment. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Ja, denke ich mal. Wir gucken jetzt erstmal hier, wie der Start läuft. Und wir achten mal alle sehr auf Sascha Landgraf da neben Maxi Wolter. Maxi. Das wäre eine gute Ansicht aus dem Cockpit raus, um die beiden zu beobachten. Und ab geht's los. Landgraf kommt besser weg, kommt viel besser weg. Ist schon vorbei. Landgraf ist schon vorbei. Das war deutlich. Ja. Kolosche wird auch direkt geschnupft. Der hatte nämlich einen schlechten Start. Oh! Oh! No, da dreht sich schon. Und? Ja, das hat sich ja ziemlich jeden erwischt. Ja, da sind einige jetzt. Eieiei, und da Maxi liegen auch Wolter, Teile. Komplett weg. 26. Ja, Maxi hat Maxi ist irgendwie Ken Block-Style durch die Kurve gegangen, habe ich das Gefühl. Wer ist das? René Herzig auf 3? René Herzig oder? Auf der 2, auf der 2. Hinter Thomas Wigner. Wahnsinn. Der Alex ist durchgekommen, der fährt auf der 5. Wir versuchen das nochmal hier zu gucken. Mit Mr. Schiffski, der 8. Was da passiert ist. Ja, das hat er selber. Das hat er selber sich zu schreiben. Das ist die Aufregung, definitiv. Ja. Schießt hier Sascha Landgraf ab und ja, da braucht man hier gar nicht mehr. Der Ball kann auch gar nichts mehr machen hier. Nee. Ja, da ist Ende Gelände. Ja, und da geht das ganze Feld an ihm vorbei. Wir sind wieder live. Wir gehen mal ganz schnell nach vorne. René Herzig auf der 2. Sehe ich hier. Das kann nicht ganz stimmen, da ist ja noch einer davor. Wer ist das denn hier? Ja, vor der Führende. 2 ist die 1. Nee, noch einer davor, oder? Nee, stimmt, ist nur einer davor. Entschuldigung. Mike hat sich in dem Getümmel auf 3 gehalten, aber wenn ich das richtig sehe, ist der Alex Rambo schon dahinter. Ja, Alex Rambo ist bereits auf 4. Sascha Landgraf ist nur leicht zurückgefallen, der ist noch auf 6. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch ärgerlich. Und Robert Stratner war der Blau-Weiße, den wir da auch am Querstehen sehen, der wahrscheinlich auch die Front verloren hat. Und auch Lars Borkowski, der ist zwar irgendwo in den 20ern gestartet, auch der ist jetzt ganz hinten. Jetzt ist der Rambo innen vorbeigegangen am Kolosche. Genau. Wahnsinnsmanöver. Keine Ahnung, wie er da noch die Kurve gekriegt hat. Hast du Wiederholung? Ja, ne? Ja. Gucken uns das nochmal an. Dauert noch ein bisschen. Müsste gleich in der, nicht in der rechts, sondern in der links muss das sein. Jetzt gleich wird er vorbeikommen. Ja, warte, guck mir das an. Und zwar ganz sauber. Ganz sauber. Ja, gemacht. Ganz klasse. Ja, Mike hat aber auch gut mitgespielt. Ja, hat er auch. Ja, ich meine, schau, der Mike fährt wirklich gut. Aber hat nicht den Level, den der Rambo hält. Und warum soll er dann blocken, wenn er weiß, bringt nichts.
Das ist aber der Alex Rambo am René Herzig dran. Ja, und diesmal kurzer Prozess, also das macht er nicht nochmal. Da wollen wir hinterherfahren. Ja. An und vorbei. Richtig. Aber auch das war okay. Ja, definitiv. Absolut. Absolut sauber. Ja, du hast vorhin noch gesagt, Fit Ostaschewski muss Positionen gut machen. Er ist aktuell der Führende im G-Cup auf Platz 9. Ja, gut. Da ist jetzt, das ist natürlich jetzt der Super-GAU für Maxi Wolter. Also, da kann man nur sagen, tut uns ganz wirklich doll leid. Das ist, ja, Sets Racing. Ich meine, er hat es selber verschuldet. Ja, definitiv. Der war so aufgeregt. Der hat das einfach, ja. Ich glaube, da ist auch keine Strafe nötig im Nachhinein. Nein. Ach. Das hat er wirklich, ja. Erstens leidet er darunter momentan selber am meisten. Richtig. Und zweitens, das war ein bisschen Übermotivation. Da hat man gesehen, dass da überhaupt keine Absicht hintersteckt oder sonst irgendwas. Blockierende Räder, ja, da bewegst du den Wagen nicht mehr weg. Wenn du dann einen einfrierenden Blick hast auf den Vordermann, dann triffst du den auch. Ja, richtig, richtig. Also da, das ist ja, Achim Krause, von 36 ins Rennen gegangen und mittlerweile schon 21. Ja, dass er auch da ein bisschen Profit rausschlagen bin. Was mir beim René Herzig gut gefällt, ist, wir müssen auch mal auf die Linien achten, auch bei der Schikane und so weiter, er fährt ganz sauber. Also dafür zoll ich ihm auch echt Respekt. Das ist ganz krass, wenn man gerade ihn mit dem Alex vergleicht. Das ist der Alex, der fährt so, ich finde, aggressiv. Das Auto ist immer in Bewegung. Also er nimmt dann auch die Linien sehr großzügig mit. Das Auto arbeitet ständig. Das sieht dann so aus. Ja, so viele Maya, ne? Genau, ist trotzdem sau schnell. Du, Biene Maya ist auch schnell. Ja, ja, genau. Ja. Aber Willi fand ich cooler. Ja, aber guck dir mal an, wie lahm der Willi dagegen gewesen ist. Ja, mein Honigstöpfchen. Ja. Das fand ich viel besser. Das stimmt. Ja. Ah ja. Wo ist mein Honigstöpfchen? Ja. Aber guck mal, so momentan kämpft Alex noch um an den... Wer ist das? Wickert, ja, ne? Ja, Wickler. Thomas Wickler. Ja. Mhm. Ja. So, und René Herzig wird den Maiko Loscher nicht los. Also, klasse Sache. Weil, ja. Toll, das ist Boah, da kommt er hier nochmal fast quer. Hör mal, der fährt am Limit. Und der Mike hängt ihn hinten dran. Das ist ja mal eine schöne Sache. So, jetzt siehst du das. Da, der fährt ganz sauber. Wirklich, ohne die Linie. Also praktisch die Küchenkarte noch voll zu cutten. Aber vorne die Beine sind doch schon mal ein bisschen weg. Ich sehe die Zeit nicht, aber ich denke, es sind so anderthalb, zwei Sekunden. Ja, ja, also die ersten beiden sind ungefähr 3 Sekunden vom Führenden. Ja, und direkt hinter Mike, das möchte ich jetzt mal hier erwähnen, der Dennis, ne? Ja. Durch. Meine Fresse, oder? Ist aber Mike, auch... das war eng. Ja. Ich glaube, da hat er selber, da hat er auch so... aber gut gegangen. Hätte ihn berührt, dann wäre das engerische... Genau. So, wir sind jetzt mal ein Stückchen weiter hinten. Ja, und da erledigt sich das von... Das erledigt sich jetzt hier gerade von selbst. Micha Betz geht vorbei. Und da ist auch der Enrico Herzig, das 2D-Jägermeister-Auto, der nutzt das auch gleich noch mit. Und der Frank Flipsen hat das Nachsehen. Genau. So, jetzt gucken wir mal zu Ostaschewski hin. Dem wird jetzt auch so ein bisschen die Muffe gehen, denke ich mal. Aber spannenderweise, trotz des Mörder-Start-Crashs, haben wir kein ausgefallenes Auto. Also die sind alle irgendwie noch durchgekommen, auch wenn Robert Stratner eine Runde zurück ist. Das heißt, der war in der Box. Ja, auch der Stratner war in der Box, hat reparieren lassen, hat sich ein neuer Front geholt und weiter geht's. Hat zwar jetzt 70 Sekunden Rückstand auf den vor ihnen fahrenden. Nee, 25 Sekunden, so rum, Entschuldigung. So, wir gucken wieder nach vorne, weil da brennt hier jetzt wirklich. Alex Rambo gegen Thomas Wickler.
Das sind so die Einstellungen, mit denen man hinterher Videos produzieren kann. Verstehe. Ja, Wickler geht hier schon so ein bisschen von der Linie runter. Ja, was bleibt ihm? Mike kann mich schon hier lassen. Nein! Fährt doch einen sauberen Strich. Das Einzige, was du in der Situation wirklich machen kannst, ist gar nicht in den Spiegel gucken. Ja. Das hörst, leider haben wir hier an der Simulation aber das Problem, wenn er den die Gegnerlautstärke auf normal hat, dann hört er den. Und zwar deutlich. Naja, das machst du, das hast du in live auch. Aber jetzt versuch... Jetzt ist vorbei. Nein, noch nicht. Noch nicht. Der Alex hat sich nur in gute Situation oder in Position wollte er sich bringen, um die nächste Link nämlich gut zu erwischen. Er fährt jetzt einen anderen Radius. Ja, aber Thomas hat es clever gemacht. Jetzt ist er enger, ja. Er muss aber jetzt eben ganz tief über den Curb. Ja, Thomas macht das clever, der ist genau beim Scheitelpunkt eben da, wo er sein muss, damit er alles sich nicht daneben setzen kann. Also super. Also an der Rad ist schön und gut, aber er kann ja nicht durch ihn durchfahren. Aber jetzt müsste er eigentlich schon wieder weiterfahren. Also er könnte, da er schon weiter von außen kommt, muss wieder vom Gas gehen und schon... Hatte Thomas die Situation in die Kurve wieder gerettet. Was aber jetzt? Versucht das hier, weil nichts gemacht hat. Da wird der Wagen zu unruhig, verliert Vortrieb, hat Schlupf und dadurch gewinnt Thomas vorne wieder 2-3 Meter, die man dann noch hält. Also das Problem an der Geschichte mit Porsche ist natürlich durch den Motor hinten, du hast diese Hebelkräfte, die, wenn der Wagen wieder aufsetzt, die richtigen Kreuz schlagen. Also so zu fahren, wie er ihn fährt in Real. Ja, wenn er ein Cockpit hat, werden wir es ja sehen. Es wird aber kein Heckmotor. Freund von mir, ja, gut. Der Meister aus 2011, Tim Sherbert, der wird jetzt dieses Jahr auch einen Cup Porsche fahren von Black Falcon. Mhm. Freut mich auf ihn. Mhm. Die Sponsoren zusammengekriegt. Ganz schneller Bursche und da bin ich gespannt, was er da bewegt. Das ist mit seinen alten Kollegen, mit denen er auch Meister geworden ist, sind wieder zusammen und ich denke, da wird sich einiges tun. Nagelneuer Kraftvorsteher und unser Black Falcon weiß, wie man arbeitet. Aber guck mal, der hält sich gut. Der hält sich wirklich gut. Fährt wieder einen weiten Weg, hat aber die Möglichkeit eher aufs Gas zu gehen dadurch. Ich denke, der Alex guckt sich das jetzt so 2-3 Runden an. Ich denke mal auch, der wird noch ein bisschen abwarten. Der wird immer mal ein bisschen sich zeigen und machen und ein bisschen unter Druck setzen und dann irgendwann. Nur Wickler ist eine coole Sau, definitiv. Also der tut nicht nur cool, der ist auch cool. Das heißt, der hat das... Also ich könnte mir vorstellen, der hat echt einen Spiegel rumgeklappt und fährt sein Ding. Und versucht einfach keine Fehler zu machen. So, wir gucken mal ganz schnell zu Andy Borde und hier staubt es gewaltig. Weil es staubt immer, wenn Andy Borde in der Nähe ist. Keine ist schon trocken? Ja, genau. So ein trockener Typ. Genau. Aber hier ist fast noch mehr los bei Marco Meyer. Der versucht sich hier gegen André Burger, der momentan Drittplatzierte im G-Cup hier in diesem Lauf. Davor fährt noch auf Platz 10 der Dirk Sassmannshausen. So, das glaube ich hat sich jetzt erstmal erledigt hier für Meyer. Wir gucken mal wieder ganz schnell nach vorne. Da versucht Herr Rambo immer noch alles, was irgendwie geht. Kampflinie von Thomas. Aber ganz hart. Problem ist, wenn er natürlich so einlenkt, verliert er Zeit. So, und jetzt außen? Außen? Nee. Das gibt's ja nicht. Der geht außen vorbei. Mhm. Mach mir den Landgraf in der Parabolika. Ich dreh durch. Ja, cooles Manöver. Absolut. Wow. Also, ich muss jetzt sagen, im letzten und in diesem Lauf soll ich dem Alex noch mehr Respekt, weil er nämlich dieses seinem Nachnamen gerecht werdende Verhalten abgelegt hat.
ich habe gerade auf die passende Situation gewartet, wo ich dann einfach mal sagen wollte, dass der Alex, dass man hier beim Alex sieht, ist einfach eine tolle Entwicklung, die er genommen hat. Er war am Anfang super schnell und hat aber auch wenig Rücksicht auf andere genommen und hat sich, wie ich finde, hier zumindest als Simulationsrennfahrer wunderbar weiterentwickelt. Absolut. Der Fahrer hat sich hier angepasst, er ist hinterhergefahren, hat sich die Chance gesucht und hat hier ein wirklich hervorragendes Manöver gesetzt. Und gut, jetzt werden wir ihn erst wieder bei der Zieldurchfahrt sehen, denke ich mal. Ja. Aber klasse, macht Spaß. Ja. So, und der René aber schau mal, hat nach der wie vor Mike, noch... Genau, ja? der hängt immer noch hinten dran. Ja. Und dahinter nach wie vor auch noch Dennis Erner, der sich jetzt auch erstmal sagt, nee, also den fünften Platz, den finde ich so geil, den riskiere ich zumindest nicht. Wenn, dann kegeln die beiden sich vor mir raus, ja, und dann bin ich Dritter. Ja, wird ja auch der Zeit, dass der Dennis wirklich mal eine gute Platzierung nach Hause bringt. Wir erinnern uns an die Pole zweiten Rennen in Sandford, die nach drei Runden Rennen beendet da und nach drei Kurven. Upsala! Oh ja! Da waren wir jetzt aber live dabei und das war genau das, was ich gesagt habe, bloß nicht mit den Beteiligten, die ich gemeint habe. Ja, Profiteur Sascha Landgraf. Ja, er entschuldigt sich, aber dafür ist natürlich leider der vierte Platz flöten gegangen. Ja. Und für Dennis Erner der fünfte, aber gut. Fünf und sechs ist immer noch einigermaßen vertröstlich. Also das ist jetzt nicht der Weltuntergang, der da gerade passiert ist, aber trotzdem ist natürlich bitter so. Sascha Landgraf somit jetzt auf vier und der hat ungefähr 2 Sekunden Rückstand auf den René Herzig. So, haben wir jetzt mal echt ein bisschen Zeit, ein Stück weiter nach hinten zu switchen. Platz 7 für Daniel Streblow. Phil Ostaschewski hier im Fight auf Platz 8 mittlerweile gegen Julian Siebenwiedel, der sich jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen nach vorne gefahren hat. Wo ist der Achim? Achim ist auf 19. 19, genau. Der kommt jetzt, der hängt jetzt auch so ein bisschen fest. Und der Sandro Petrocello, ich weiß nicht, der muss auch in die Stadtkollision verwickelt worden sein. Der fährt auf 18. Ja. Ja. Ja, bloß der Julian ist ja wieder viel zu lieb, oder? Weiß es nicht. Ja, aber Phil Ostaschewski ist kurz davor, irgendwie seinen vierten Lauf sich im G-Cup einzufahren. Das ist ja fast überraschend nach dem ersten Lauf. Da war er ja doch recht weit hinten, aber er hat, denke ich mal, riesig profitiert von diesem Vorfall an der ersten Kurve. Ja, wir haben hier jemanden, da muss ich auch noch mal kurz drauf eingehen, Christian Rückert. Ich denke mal, jetzt die letzten 5 Renntage, die er hatte, die waren einfach mal für die Katz für ihn. Also jeweils in einem Lauf wenigstens ein Ausfall, jetzt ein 10. Platz, das ist auch nicht unbedingt das, wo man ihn erwartet, wenn man mal davon ausgeht, dass er in den ersten Läufen die Vorläufe alle gewonnen hat und in den ersten Rennen, in den ersten Wertungsrennen zumindest immer auf dem Podest war. Also boah, der wird auch mit sich hadern, da bin ich mir ziemlich sicher. So, Dirk Sassmannshausen, wie gesagt, auf der 11, auf der 12 haben wir Marco Meyer. Weiß ich nicht, ob der noch ein Stück leider nach vorne kommt. 13 an die Borde, 14 André Burger als Drittplatzierter des G-Cups. Der Dirk Sassmannshausen Zweiter, der Phil Ostaschewski Erster. So, dann haben wir den Felix Appelt, auch für BMS unterwegs. Der muss heute hier noch die zweiten Punkte einfahren, weil natürlich, wenn der Robin fehlt, ist er gefragt hier. Es werden ja nur 2 Autos, kommen ja nur in die Teamwertung, auch wenn 3 eingesetzt sind. Axel Schweiger auf der 16 kämpft hier auch noch um die Punkte des 15. Platzes. Danach ist ja Schluss. Dann Micha Würz auf der 17, das hat er sich sicher auch ein bisschen anders vorgestellt in diesem Lauf. Auf der 18 und der hat sich mit Sicherheit anders vorgestellt, der Sandro Petrocello. 19, Achim Krause, 20 und da geht es heiß her hier, nach wie vor, Micha Betz und Frank Flipsen. Okay, vorhin war es, glaube ich, der Ole Schulz. Mario Schili auf der 22, aber Jens, auch eigentlich alles so mehr oder weniger geklärt. Ich glaube, wir müssen zu Julian, das nützt alles nichts. Ich wäre gern noch durchgegangen, aber Julian ist hier richtig dran.
Jens, kannst du mal kurz übernehmen? Ich muss mir mal das Näschen schneuzen. Du, überhaupt nicht. Kein Problem, Gottes Willen. Es ist natürlich jetzt hier eine Situation für den Phil Ostaschewski. Ich an seiner Stelle würde mich da einfach aushalten. Ich würde den Julian fahren lassen, ich würde auch den Christian Rückert fahren lassen, wenn die von hinten drücken, weil ich fahre für den G-Cup, den gewinne ich dann trotzdem. Und die anderen Punkte sind mir in dem Fall erstmal nicht so wichtig. Und ich habe den Druck los. Ich muss nicht ständig irgendwie damit rechnen, dass jemand mal irgendwie mal ja, anklopft oder sowas, sondern ich lasse mich 100 Meter zurückfahren, fahre mein Rennen zu Ende und gewinne das. Die Frage ist, ob du dann manchmal so einen klaren Kopf behalten kannst, oder? Nein, nicht unbedingt jetzt den klaren Kopf generell. Teilweise natürlich auch die Autos zuzuordnen, aber es wird keiner, wenn es nicht um eine Überrundung geht, freiwillig den Platz machen. Wenn es jetzt deutlich wird, dass die beiden dahinter richtig offensichtlich deutlich schneller sind, ja, dann wird er irgendwann sagen, okay, alles klar, dann lass mal die Tür offen, dann wird man jetzt sehen. Aber guck mal, die beiden, die geben sich, die behindern sich nämlich noch gegenseitig. Jetzt hat er wieder 4 Autolängen Vorsprung, der Druck ist direkt so ein bisschen weg. Ja, er ist gerade überholt worden, also. Oder ist er das? Achso, das wird bei den er ist jetzt hinter den beiden und jetzt kann er eigentlich mal... Jetzt kann er frei fahren. Durchatmen, ja. Genau, aber vorher ist es ganz einfach wirklich so gewesen, freiwillig wird er den Platz nicht hergeben, weil, ob jetzt G-Cup oder nicht, das ist ja dennoch auch ein Platz in der Gesamtwertung, der viel interessanter ist, ne? Jein, also an seiner Stelle ist der nicht, glaube ich, nicht mehr ganz so interessant, weil da ist er, das ist er ja in dem G-Cup ein bisschen weiter hinten angeordnet, aber da geht es um den Sieg. Was, wenn ich mich dann so in den Zweikampf verzettel, kann der ja auch schon mal in die Hose gehen, dann würde ich dann den Sieg wegschmeißen. Das ist, Frage, die Frage ist aber auch natürlich, ist ja nicht wie in der Realität, wo man jetzt Boxenfunk hat und mitkriegt, was Sache ist, weiß er das? Man sieht es an den Namen. Also wenn er die Liste eingeblendet hat, was der eine oder andere macht, dann kann man das erkennen. Aber okay. Du hast vollkommen recht, hat man die Zeit und die Luft gerade auf diesem Mickey Mouse hier Kurs hier da mal durchzuschalten, da mal reinzugucken, weil jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Wenn du solche Instrumente rumschaust, dann verlierst du auch schon mal schnell die Konzentration. Aber hier haben wir jetzt, glaube ich, einen schönen Platz, um Platz 3. Der Sascha Radkamp ist nämlich dran am René Herzig. Ist gerade um den G-Cup? Ja. In den Positionen, ja. Ja, ja, der Phil, ich weiß nicht, ja doch, der wird ja natürlich sehen. Er weiß ja in etwa, wer seine Mitstreiter sind. Und wenn er den Dirk Sassmannshausen hinter sich hat, ob er jetzt hier führt, dass er das weiß, ja. Also, ich denke mal... Wir hätten die Überlegung, ob man an seiner Stelle jetzt den Julian, den Christian, weil die ja schneller sind, von hinten drücken, entspannt vorbeilässt, oder ob er noch einen Zweikampf mit dem verzettelt. Nein, an jetzt, um Gottes Willen, jetzt keinen harten Zweikampf, ne? Das ist klar, wenn er weiß, die haben mit meinen G-Cup-Ergebnissen nichts zu tun. Nur in der Gesamtposition gibt man halt auch nicht so gerne Kampfe. Da ist es egal, ob du nochmal eine andere Wertung fährst oder so. Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Okay, es geht natürlich A gegen den eigenen Stolz. Und, ich will den Platz nicht hergeben. Andererseits ist es dann aber auch so, dass man sagt, so, den Profi-Rennern, den habe ich das jetzt einfach mal gezeigt als Amateur, ja. Und wenn du dahinter stehst, wenn du hinten, also wirklich, wenn du am Steuer sitzt, das ist alles ein bisschen anders. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in seiner Situation nicht anders gehandelt hätte. Ich wäre also auch nicht beiseite gefahren und hätte da versucht, die so lange wie möglich hinter ihm zu halten, hinter mir zu halten. Guck mal, ist doch wie auf der Autobahn die Linksfahrer, die machen ja auch keinen Platz. Also. Ja, rüber. Genau. Vor allem, wenn sie über Opel Corsas fahren. Themawechsel! Ja, Maxi Wolter ist zumindest... Bitte? Lass uns denn kurz bei der Neuen gucken. Ja. Jo. Der Herr Rückert macht mal wieder Druck. Gegen den Julian. Also, er hat genau das gleiche Problem, was der Alex vorhin hatte, nur der hat es dann irgendwann gelöst gekriegt. Ich meine, das, was den Alex Rambo ausmacht, ist, glaube ich, in dem Bruchteil einer Sekunde zu erkennen, ist da Luft oder ist da keine Luft.
Also ja, schon beim Einfahren in die Kurve des Gegners sieht der schon, ah, das kann nicht so funktionieren, wie er sich das vielleicht vorstellt. Da habe ich Platz, da kann ich rein. Und dann noch den Grip zu haben bei der Geschwindigkeit, dann wirklich im Kurvenäußeren, upsala, da war irgendwie, ich glaube, das war ein... So, und... Nee, hat nicht gereicht. Nee, das war der... Ja, er ist einen anderen Bogen gefahren. Jetzt? Ja, er ist auch einen anderen Bogen gefahren. Macht er das hier genau so? Schwung zu nehmen und wenn auch er rumkommt... Mit außen? Nee, kommt er nicht. Jetzt hat er. Weil du hast die Möglichkeit, dann einfach wieder eher ans Gas zu gehen. Weil die Reifen einfach eher gerade stehen und dann hast du natürlich vollen Grip und dann kannst du durchbeschleunigen. Ja, das sieht man beim Mesker immer schön, ne? Die innere Linie, äußere Linie, ja, über Positionswechsel in den Kurven und dann, ja, zwei verschiedene Linien, kürzere Wege, längere Wege, aber außen und ausgeben. Das hat er jetzt hier klassisch ausgelöst. Ja, Christian Rückert dann somit auf 8. Wir gucken nochmal zu dem Sascha nach vorne. Jungs, macht keinen Mist da. Weißt nicht eure guten Plätze weg. Ja. Wobei, der vierte Platz ist wirklich der beschissene. Jetzt! Au! Als wenn ich es nicht gewusst hätte, wa? Ja. Ich wollte gerade sagen, der vierte Platz ist wirklich der beschissenste Platz im ganzen Feld. Aber das reicht noch für Sascha, auf 4 zu bleiben. Ja. Weil der da kommt, ist, glaube ich, Robert Stratner und der ist überrundet. Ja. Und dann hat er jetzt noch Luft auf den Dennis Erner ungefähr auf Mike Kolosche ungefähr 2,5 Sekunden. Da hat er aber tierisch Glück gehabt. Das Manöver war aber von ihm provoziert. Also von daher muss er da. Das ist aber streckenbedingt. Du kannst dich ja hier nirgendwo ansaugen und ausbremsen. Du musst dich schon mal wirklich wieder außen rum überholen, wie man es hier gesehen hat, oder so über einen Überraschungsversuch starten. Mhm. Und der ist da immer deutlich in die Hose gegangen. Ja, das kann man wohl so sagen, ja. Ja, Maxi hat mich gerade angestupst. Nerven. Er ist nämlich auch ausgeschieden jetzt, nachdem er sich wieder ein bisschen nach vorne gekämpft hatte. Er hat gesagt, da haben ihm einfach die Nerven versagt. Ja, das ist, wie gesagt. Also ich glaube nicht, da muss er sich auch keine Gedanken machen, dass da mal was hinterherkommt. Nein. Weil das ist, das wäre wirklich, wir würden doch mal einen Knüppel draufhauen. Sollte irgendeiner von euch da jetzt eine Strafe ausspringen, dann spreche ich euch den Verstand ab. Ja, schön gesagt. Wer rumpelt denn da durchs Ei? Das dürfte... Upsala. Nee, ist er weg. Steffen Streblow. Das ist ja fast der wie hieß der Japaner bei der Formel 1 noch? Der der immer durchs Gras... Ja, genau, der ist immer durchs Gras gefahren, wenn er überrundet wurde. Ja, ja, das war doch in den 90ern schon mit Minardi. Die hatten doch schon irgendwo einen Spitznamen da. Die sind doch, ich glaube, einmal hat irgendeiner sogar geparkt rechts und hat da erstmal einen ganzen Pulk vorbeigelassen. Na gut, ich meine, die wollen natürlich jetzt nicht, wenn sie schon ein Stück weiter hinten fahren, nicht auch noch ein Ding drüber kriegen, weil sie irgendeinen behindert haben. Und dass der Steffen, der ist, glaube, also als ich die Liga 2010 übernommen habe, war der Steffen schon da, beide streblos. Und der Steffen fährt hier Rennen für Rennen mit. Der fährt halt ein Stück weiter hinten, hat aber seinen Spaß und alles ist gut. Und wenn er dann halt, er weiß das ja. Ich meine, er muss ja, wenn es ihm keinen Spaß machen würde, würde er ja nicht fahren. Also von daher ist das alles okay. So, wir gucken mal nach vorne. René Herzig, alles grün. Wir schauen Rambo mal so einmal ins Feld. Michel Würz hat Lust auf Spaß. Und ich glaube, das ist dahinter, ist das der Achim Krause. Genau. Und davor der Axel Schweiger. Das blau-weiße Ding da vorne ist Axel Schweiger. Ja, und davor ist Santo Pedro Cello, der sich tatsächlich bei dem 34. Platz wieder in die Putsche vorgefahren hat. Ja. So, der Achim hat sie ja aber ganz. Oje. Hat er hingekriegt. Mhm. Das war jetzt... Ja, doch, jetzt ist es gegessen. Mhm. Achim Krause. Ui! Jetzt ist es leck oder haben die beiden sich berührt? Nee, die haben sich berührt. Die haben sich berührt. Jetzt weiß ich wieder ganz genau, wie der Michel am Husten ist im Mikro. Ja, auch nicht ganz unrecht. Moment, er ist ihm ja hin reingefahren, also
Für den Achim, ja, wahrscheinlich war das so ein kleiner, hey, ne? So. Ja. Ja. Da lege ich auch noch mal eine Senftube hin. Schauen wir auf der 12. Ach, das sah gerade enger aus hier im Teil. Ja, nö, die Sassmannshausen und so. Das war ist nicht hier staubt und hier ist richtig was los. Bei Mario Schili sind wir. Der hat jetzt im Kreuz den Andreas Oehrlich. Genau. Guck mal, wie eng das da ist. Wahnsinn. Also wenn die fünf noch alle heile gleich ins Ziel kommen, aber wobei es letzte Runde, ne? Ja, aber guck mal. Ja, wir gehen jetzt aber trotzdem mal. Oh, wir gehen jetzt trotzdem zum Führenden. Weil. Ja, wir wollen ja nicht die. Ja, viel zu früh. 5 Meter vor der Ziellinie reicht das. Ja, die kriegt er ja eigentlich immer die letzte Runde. Ja. Also nicht schlecht das Ganze hier. Tja, kann man nichts sagen, hat er sich schwer verdient, der Alex. Ja, schaut das mal über außen rum. Ach so, der lässt ihn durch. Ich dachte, nein, auch die Box. Sauber, auch sauber. Ja, damit er nicht noch eine Runde fahren muss. So, herzlichen Glückwunsch an Alex Rambo. Ganz toll. Alex, also das gefiel mir diesmal richtig, richtig gut. Ja, war auch ein astreiner Lauf, so wie ich auch schon das letzte Mal. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 für Thomas Wickler, der dürfte sich auch sehr freuen. René Herzig wird zum zweiten Mal Dritter. Ja. Platz 4 für Sascha Landgraf, Platz 5 für Mike Kolosche. Dennis Erner wird Sechster. Christian Rückert wird Siebter. Nee, Daniel Strebel wird Siebter. Christian Rückert wird Achter. Der fährt noch Rennen. Platz 9 für Julian Siebenbiedel, Platz 10 für Phil Ostaszewski. Glückwunsch zum Sieg hier im G-Cup. Marco Meyer, Platz 11, Platz 12 und 2 des G-Cups, Dirk Sassmannshausen. Andy Borde auf der 13 und auf der 14 haben wir den Drittplatzierten des G-Cups, nämlich den Dirk Sassmannshausen. Nee, ja, der ist jetzt noch nach vorne gekommen, aber das dürfte, glaube ich, nicht mehr ganz stimmen. André Burger, 15 Sandro Petrocello, Axel Schweiger auf der 16, auf der 17 Achim Krause, auf der 18 Micha Würz, 19 Tom Krüger, Felix Appelt auf der 20, Frank Flipsen auf der 21, Andreas Oehrlich 22, Mario Schili Platz 23, Platz 24 geht an Enrico Herzig, 25 Micha Beetz, 26 Yves Nekus, 27 Ole Schulz, Jürgen Engelhardt auf der 28, 29 Daniel Borowski, Lars Borkowski auf der 30, 31 Kurt Mildenberger, 32 Robert Stratner, auf der 33 Steffen Streblow, 34 Maxi Wolter und 35 Fred Dohnke. Und wenn ich das hier richtig sehe, Jens, hatten wir schon mal ein Rennen ohne jeglichen, ach nee, 2 sind ausgefallen. Genau, die beiden letzten sind ausgefallen. Ja. Ich war jetzt gerade schon etwas verwirrt, weil die würden nicht schwarz angezeigt hier. Das tun sie normalerweise, wenn sie in der Box stehen. Ja, was ein Wahnsinn. Also, der erste Lauf war sogar noch ein bisschen actionreicher. Zumindest so über die gesamte Distanz weg. Und ja, ein paar Kampfspuren hat auch hier der ein oder andere, wie man gut sieht, der Felix Appelt. Dem fehlt da auch mal ein Lichtlein. Aber im Großen und Ganzen hammergeiler Rennabend. Definitiv. Ja, war wieder sehr kurzweilig. Das muss man mal ganz klar sagen. So, wir lassen die Herrschaft mal hier ausfahren und hoffen, dass die Jungs jetzt zeitnah zu uns in den Channel kommen, in unsere Moderatorenkabine.
Ist aber auch warm hier drin, Mensch. Schau mal, da kommen wir. Das sag ich dir. Das sag ich dir. Weil Klima am Arsch. Aber da kann man nun mal nichts machen, ne? Jens, wir teilen uns wieder, oder? Lieben gern. Ja. So. Tja, dann müssen wir jetzt nur noch auf die Herrschaften warten hier. Mach das schon mal auf, falls hier einer leise ist oder wie auch immer. Tja. Im Großen und Ganzen, wie eben schon gesagt, richtig toller Rennsport heute Abend wieder. Und wir hoffen mal, dass wir jetzt die Rennsieger der beiden Läufe bekommen. Robin Hasse, Alex Rambo, René Herzig aus dem ersten Lauf. Und ja, gut, Alex Rambo und René Herzig dann bitte nochmal. Also zweimal hier rein, dazu dann den Thomas Wickler. Achso, ja, natürlich nicht zu vergessen. Ne? Ja, genau. Phil Ostaczewski, also, Dirk Sassmannshausen, André Burger. Aus dem ersten Lauf Maxi Wolter, Fred Donke und Dirk Sassmannshausen, genau. Und aus dem zweiten Lauf die Jens eben genannt hat. Wird schön kuschelig bei uns. Jo, jetzt wird es noch wärmer. Können froh aber sein, nicht, dass ich, ja, aber nicht, dass ich bei Lutz auf den Schoß muss. Nein, wir können froh sein, dass der Achim Krause jetzt nicht dabei ist, weil der schwitzt immer so. Dann ist es nicht nur warm. Genau. So. Na, jetzt wird es aber voll hier. Jetzt wird es aber echt voll. Da muss ich ja hier schon meinen Teamspeak länger machen. Da kriegt man ja Klaustrophobie. Ja. Ich weiß noch nicht, ob die alle Zugangskarten für den Medienbereich haben. Aber gut, gucken wir mal. Jabba-dabba-du! Herzlich willkommen hier bei uns. Ich staune. Ah, die kommen alle. Ja, das ist natürlich auch eine feine Sache. Das kann man natürlich auch mal machen. Lasst uns beginnen mit dem Interviews, mit den Interviews. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben es eben schon gesagt, da wart ihr noch nicht da. Fantastisches Rennen insgesamt. Natürlich wird es nicht jeder so sehen, aber groß und ganzen, vor allem im ersten Lauf, richtig hammergeile Action. Und wir beginnen mal mit dem ersten Lauf und wir beginnen auch mal direkt mit dem G-Cup. Ist der Maxi überhaupt da? Ja. Ich bin da, ja. Auch da. Ja, gut, hätte ja sein können, dass du jetzt irgendwo weinend in der Ecke sitzt. Ja, eigentlich und, schon. Ja, genau. Hätte man dir jetzt auch nicht so übel genommen, denke ich mal. Kommen wir aber erstmal zum dritten Platzierten des G-Cups im ersten Lauf. Dirk Sassmannshausen. Ist er da, der Dirk? Passt der überhaupt rein? Der ist gar nicht da. Der ist nur oben drin. Ja gut, dann hat er Pech, der Dirk. Aber wir sagen hier mal in Abwesenheit. Jetzt ist er da. Ah, jetzt ist er da. Dirk, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch. Dritter Platz. Dankeschön. Und zwar meines Wissens sogar dritter und zweiter, wenn ich mich nicht ganz schwer irre. Ja, das erste weiß ich nicht, aber beim das zweiten, erste zweiter weiß ich. Ja, nein, also im ersten Lauf warst du Dritter. Und das ist natürlich sehr erstaunlich, also nicht erstaunlich, dass du Dritter geworden bist, sondern du bist insgesamt gesamt 13. geworden und Marco Meyer knapp vor dir und Robert Strath dahinter dir, das sind ja nur eigentlich auch keine Nasenbohrer, also eigentlich ein super Job. Und ja, erzähl mal ganz kurz so, wie erging es dir? Ich habe einen Trick gefunden, ich muss die Namen ausmachen und darf die Models nicht auswendig kennen, weil sonst hätte ich die Krise gekriegt. Ich habe dann hinterher gesehen, dass das dann Robert war und gedacht, ach du Scheiße, wer fährt da um mich rum? Also das ist ein guter Trick, wenn ich mich selber veräpple sozusagen. Ja, das funktioniert. Auch keine Reifen, gar nichts, einfach nur gucken, dass du irgendwie auf der Strecke bleibst. Ja. Ich habe auch ziemlich viel trainiert und hab mich wieder mal wohl gefühlt. Das ist dann okay. Ja, definitiv. Also freut uns sehr, dich da zu sehen. Guckst du jetzt schon so ein bisschen auch mal in die Meisterschaftsstände? Rechnest du dir irgendwas aus oder ist es so, wie du eben gesagt hast,
alles nee, aus und einfach fahren. Richtung G-Cup gucke ich schon. Nur die, es war so schnell weg, ich konnte nicht gucken, ob wer jetzt noch alles vor mir war. Ja, okay, alles klar. Also das ist natürlich das Ziel Nummer eins sozusagen. Ja, definitiv. Naja, gut, wir haben ja dann nachher nochmal die Ehre, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob der Jens das dann macht mit dir, aber ich denke mal schon. Fred, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch, zweiter Platz und zwar direkt hinter Maxi Wolter. Wir dürfen auch mal nicht, oder sollten man nicht unterschlagen, die drei G-Cup-Piloten sind auf den Plätzen 10, 11 und 13 ins Ziel gekommen. Einzig Marco Meyer hatte sich die Frechheit rausgenommen, da noch dazwischen zu fahren. Und ja, Fred, hast du dir noch mal irgendwann, ich glaube, du hattest dann so einen Abstand von 2 Sekunden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hast du dir noch irgendwas ausgerechnet in Richtung Maxi? Ja, ich habe erst eigentlich Richtung Maxi gedacht, ja, versuchst du mal, Maxi hat ja auch gemerkt, also ich denke mal, er hat einen ganz niederen Flügel gehabt, er hat immer Schwierigkeiten gehabt, um die Kurven zu kommen. Und da war ich eigentlich in der Kurve immer schneller, aber ich wollte auch nichts riskieren, wollte unbedingt sicher den Platz nach Hause bringen, weil ich habe auch mit einem Auge immer zum G-Cup geguckt. Und dann fiel mir ein, ach, im zweiten Lauf fährt ja der Robin nicht, vielleicht bist du dann auf Platz 11 auch auf der Pole im zweiten Lauf, aber... Das war leider falsch gedacht. Ja, das war falsch gedacht. Ja. Ja. Nee, das konnte man natürlich dann nicht machen, weil das wäre dann schon. Ja. Ja, nein. Aber ich denke mal, zweiter Platz jetzt doch ziemlich zufrieden, oder? Ja, also erster Lauf total zufrieden und auch mit Maxi, wir haben uns immer ein bisschen Platz gelassen, es ist nichts passiert und wirklich mein bestes Ergebnis, bin total happy. Bin natürlich zweiten Lauf total sauer, aber das ist egal, das ist Rennsport. Ja. Das ist Rennen und ich glaube, der Maxi ist zwar na, sauer, weniger höchstens auf sich selbst, aber das überlasse ich Jens dann. Ich weiß jetzt nicht, ob er überhaupt fröhlich sein kann, der Maxi. Maxi, erstmal Glückwunsch zum Sieg im G-Cup im ersten Lauf. Dankeschön. Oh, das klingt nicht so. Den kennen wir anders normalerweise. Ja, Maxi. So. Ja. Magst du trotzdem ein paar Worte verlieren? Über den ersten Lauf zumindest. Klar, warum nicht? Ich meine, über den zweiten Lauf, da kann man ja auch drüber sprechen. Das ist ja. Das machst du dann mit Jens, Dummheit. Der kann das besser ab als ich. Ich bin immer so schnell traurig, ich weine dann immer so. Ja, Lauf 1, wie Fred schon gesagt hat, wir haben uns da richtig krass Kante gegeben, aber trotzdem alles im Rahmen des Erlaubten und war relativ fair oder beziehungsweise komplett fair eigentlich. Zum Thema niedriger Flügel, ich weiß nicht, ob 3 so niedrig war. Ich habe halt versucht, Reifen zu schonen und habe halt dann ein bisschen Speed rausgenommen. Habe dann irgendwann gemerkt, okay, der Fred kommt doch nicht vorbei. Er ist zwar im zweiten Sektor sehr, sehr nah gekommen und dann auf Startziel bin ich dann etwas weiter davon gekommen und konnte mir dann immer mein Polster rausfahren. Habe gemerkt, wie gesagt, Fred kommt nicht vorbei oder wollte nicht vorbei, ich weiß es nicht. Hat zwar 2, 3 Attacken gesetzt, aber glückliches Ende für mich und dann doch auf Platz 10 dann die Pole im zweiten Lauf gekriegt und dann verkackt. Entschuldigung, Piep. Ja, nö, das Wort haben wir heute schon öfter gehört. nichtsdestotrotz, also auf alle Fälle erstmal vielleicht etwas versöhnlich, wenn man, ja, vergiss den zweiten einfach. Sag Jens, du kannst mich mal. kommen wir zu den Siegern der Gesamtwertung im ersten Lauf. Und jetzt hätte ich beinahe die Falschen erwischt hier. Ja, René, bist du da? Ja, ich bin hier. René, Pole gefahren. Ja. Das erste Mal Alex Ramo vom Thron gestoßen. Ja. Und dann super geil ihn hinter dir gehalten. Und dann gingen die Nerven nicht mehr, haben die nicht mehr gehalten oder was war los? Die Pace war zu schlapp leider. Der Hirsch hat Hörner gezeigt und hat dieses grandiose Qualifying-Desaster von Alex gestoppt. Ja. Also, so geht es ja auch nicht, dass er jedes Rennen oder jede Strecke hier in seinen Pool fährt. Nein, im Rennen habe ich mehr ein konservatives Setup gewählt und ich habe gewusst, dass es heiß wird in Ungarn. Die Streckentemperaturen sind ja meistens so Richtung 35, 36 Grad gewesen, auch im Testrennen bei mir. Mhm. Und da braucht es einfach ein konservatives Setup. Hauptsache durchkommen war meine Devise und dritte Platz rausgefahren ist doch geil. Ja, naja, wie gesagt, also jetzt war das Überholmanöver
Der Robin war ja erstmal zwischenzeitlich vorbei an Alex, nicht nur zwischenzeitlich, der war ja dann die ganze Zeit vorbei, aber die sind dann auch beide gleichzeitig an dir vorbeigegangen. Ja, ich hatte mich überraschen lassen vom Robin. Dann kam der Alex auf der linken Seite vorbei und der blockte mich dann auf der geraden nach der schnellen rechts da. Blockte er mich und so konnten beide dann vorne bleiben. Und im Infield da, in dem Kurvenbereich, da kannst du nicht mehr überholen. Das Ja. Und ich habe dann auch bemerkt, du hast dann, naja, nicht abreißen lassen, aber bist dann so mit 1,5 Sekunden Rückstand weiter hinter denen hergefahren. Hast es dann einfach sein lassen oder hast Ich gesagt, bin dran push hier nicht? geblieben, Lutz. Ja, Ich du bin bist dran dran geblieben, geblieben. aber du hast nicht mehr gepusht dann. Also. Ja, ich habe versucht zu pushen, aber als ich gemerkt habe, dass es nicht mehr geht, habe ich einfach nur auf die Reifen aufgepasst und Ja. auf das hintere Feld, dass mich da keiner Genau. schnappt. Genau. Ja. Nicht schlecht. Und ich weiß es nicht so richtig, ob wir das überhaupt auch schon mal hatten. Ich glaube, das ist heute auch ein Novum, zumindest in dieser Saison, Alex. Ja, Glückwunsch zum zweiten Platz im ersten Lauf. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt zu dir, oder? Also in dieser Saison. Ja, glaub nicht, ne? Erste Mal, glaube ich. Nee, trotzdem danke. Ist natürlich trotzdem ein super Ergebnis. Und mein Qualifying war halt nicht so nach Maß. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Konnte einfach den Speed nicht mitgehen heute. Und bin da halt 3 Runden am Stück meine 43-0 gefahren. Ja, aber egal. Erste Reihe ist immer noch top. Und im ersten Rennen, ja, musste halt gucken, was die Reifen sagen. Ob die halten oder nicht halten, war hier so eine ziemlich schwierige Frage. Und als wir dann beide am René vorbei waren, da habe ich gedacht, okay, lässt Robin einfach mal fahren und pusht da nicht zu sehr, sparst ein bisschen die Reifen und hebst dir die ein bisschen auf. Und ja, dann konnten wir beide so ein Ziel fahren. Super Ergebnis. Freue mich auch für Robin, dass er gewinnen konnte. Und ich denke, er hat heute auch gezeigt, dass er fair fahren kann und ein harter Kämpfer ist. Und nee, ich freue mich da und bin total happy übers erste Rennen. Also es ist so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Alles prima. Ja, aber du hättest schon attackiert, wenn du eine Möglichkeit gesehen hättest. Oder hast du dir komplett gesagt, nee, lass den Robin jetzt fahren da? Ja, also die Chancen waren auf jeden Fall da und ich habe dann aber trotzdem zurückgesteckt und habe gedacht, okay, ehe du Robin da verrückt machst und einen Fehler treibst, muss nicht sein, fährst du einfach mal hinterher und lässt ihn einfach mal ein bisschen fahren. Ja, kommen wir zum Sieger des ersten Laufs, der heute sicherlich auch nicht so happy sein wird, ob seiner Strafe im zweiten Lauf, aber vielleicht ist der Sieg im ersten Lauf vielleicht doch ein bisschen versöhnlich, Robin. Ja, also ich bin sehr happy, dass Alex und ich auf P1 und P2 ins Ziel gekommen sind. Leider konnte ich ja das zweite Rennen nicht mitfahren, aber das ist ja kontraproduktiv, hat mich ja zwar sehr getroffen, aber ja, Alex hat es ja ausgeglichen für unser Team. Aber wie gesagt, das erste Rennen war eigentlich sehr, sehr stark von uns dreien, ja, René und vom Alex her, also die Zweikämpfe von uns beiden, also war schon echt cool. Aber wie gesagt, ich habe auch eher immer auf meine Reifen geachtet, dass ich die halt nicht zu überfahre, dass ich halt dann nicht wieder mit einer Felge übers Ziel fahre. Aber Ja. ja, ist ja noch gut gegangen. Ja, nee, ist klar. Also, aber auf alle Fälle, hast du, ich meine, du warst ja mit Alex im Teamspeak. Habt ihr geredet oder musstest du permanent Bammel haben, dass er doch noch irgendwie angreift? Ja, nein, eigentlich nicht, weil wir haben jetzt also so abgesprochen, dass er halt mich fahren lässt und dass er halt mich nicht so überholt, also dass er zwar dran bleibt, ganz nah, aber dass er halt mich nicht überholt, also ja. Ja, nee, alles klar. Ja, auf alle Fälle klasse Sache und ich denke mal, der Lauf war heute auch absolut sauber, so dass du dann ins nächste Rennen gehen kannst, unbelastet und Genau. nicht an diese Sachen denken musst. Alles klar. So, dann übergebe ich jetzt an Jens und oder vielleicht will der Olli noch was zu Alex in Richtung mal was fragen. Ja, was heißt Fragen? Also erstmal, Alex, für beide Läufe Respekt. Du bist endlich so gefahren, wie ich es mir von dir auch wirklich erwünscht habe, aufgrund deines Könnens. Nämlich nicht wie ein Rambo, sondern wirklich wie ein Alex. Und wirklich mit Kopf, mit Überlegung und ganz, ganz tolle Manöver.
Klasse dafür. Aber jetzt erzähl mal, gibt es bei dir denn eigentlich auch was Neues, was du mir gesagt hattest mit den Testfahrten? Hat sich was ergeben? Hast du was fest? Ja, danke erstmal. Also im Moment steht nichts Festes an. Ja, VLN war ja so ein Thema. Wir hatten da mehrere Angebote. Scirocco, GT24, dann genau. War noch ein 1 am Spiel und ein Z4, aber letztendlich sind mir einfach 3.000, 4.000 Euro zu teuer pro Wochenende, um da ja, VLN einfach zu fahren, weil alles Spaß an der Freude wahrscheinlich, aber hilft mir nicht so richtig weiter. Und von daher sind wir jetzt erstmal so weit, dass wir Sachen erstmal abgesagt haben. Hm. Und ja, so ist halt Stand der Dinge. Gut, jetzt ist es ja so, Saison ist noch jung, es ist noch kein Rennen gelaufen, also noch ist alles offen und ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen. Okay, danke. So, gut. Genau, dann übergebe ich jetzt an Jens und genau. Dem Alex drücken wir mal die Daumen, dass das in Real auch noch gut klappt und das kannst du auch gleich selber nochmal mit ihm machen. Genau, wir machen die gleiche Reihenfolge. Wir werden auch hier mit dem G-Cup anfangen. Da haben wir nämlich im zweiten Lauf den André Burger auf Platz 3. Letztens wieder mal einen Sieg eingefahren. Du kämpfst auch noch sicherlich hier um den Titel mit. Bist du zufrieden? Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Gerade deswegen, weil ich ziemlich überrascht war, dass ich Dritter war im zweiten Lauf. Ich bin nämlich, ich habe es geschafft, mit Standard-Setup loszufahren. Und deswegen bin ich eigentlich mehr als zufrieden mit dem zweiten Lauf, ja. Ja, dem ist, glaube ich, nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen, außer dass es so eine Favoritentaste unten gibt. Aber gut, oder zuweisen. Aber okay. Ja, dann Glückwunsch zu diesem schwer eingefahrenen dritten Platz. Dankeschön. Dirk, wir hatten dich gerade ja schon. Jetzt zweiter Platz. Jetzt greifst du aber richtig an hier, oder? Ja, ich bin selber ein bisschen überrascht. Das funktioniert ganz gut. Das, ja, ich hab aber auch Glück gehabt am Start. Da gab es ja, glaube ich, in T1 irgendwie einen Crash. Und da bin ich irgendwie halbwegs durchgerutscht und war dann, glaube ich, auf 10 sogar irgendwann zeitenweise. Und das hat eigentlich dann ganz gut geklappt, bis ich dann gemerkt habe, dass von hinten immer mehr kamen und die ich nicht in deren Liga fahre. Und als sie dann aber vorbei waren, war das dann immer schön, dass kein G hinten dran stand. Da habe ich gedacht, ist egal. Also das hilft einem dann schon, ja. Ja, super. Schöner zweiter Platz, klasse. Jo, danke. Phil, über dich haben wir noch vor dem zweiten Lauf gesprochen, da du ja im ersten Lauf ein bisschen Boden verloren hattest, hast ja da doch einen deutlichen Vorsprung rausgefahren in der Meisterschaft. Da haben wir schon gesagt, ja, muss jetzt jemand richtig irgendwie nach vorne kommen, um seine Position da vorne zu festigen. Und dann kommt die erste Kurve. Und ich glaube, das musst du mal erzählen, wie du das gemacht hast. Ja. Also ich war ja auf der Geraden neben dem André. Und habe dann schon vorne gesehen, dass sich irgendwas Grünes vorne links weggedreht hat. Und dann dachte ich mir schon, okay, jetzt knallt in Turn 1. Habe mich dann schön innen gehalten, habe dann noch den Maxi von vorne schön sehen können, wie seine Scheinwerfer auf mich geschaut haben. Habe mich dann innen schön durchgedrückt. Und ja, da war ich dann schon auf P8. Ja, er ist. Ich habe ihn lautgestellt für den Stream. Ja, genau. Erzähl weiter. Ja. Ja gut, und dann war ich auf P8 und dann lief es eigentlich auch ganz gut. Also ich konnte auch meinen Plan durchziehen mit Reifenschonen und so weiter, weil da auch keiner in der Nähe war. Ich hatte auch keine Ahnung, wo die ganzen Leute waren, die sich in T1 weggedreht haben. Und ja, dann war es ein ganz entspanntes Ende für mich eigentlich, bis dann irgendwann der Julian vorbeigekommen ist, glaube ich, und der Christian. Na gut, die habe ich dann vorbeigelassen, die fahren ja ähnlich im G-Cup mit und habe dann schon weiter meine Alpen geschont und das dann auch gemütlich nach Hause fahren können. Das war genau der Punkt, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Da habe ich mit dem Olli gerade im Stream so ein bisschen diskutiert, wie man so eine Situation dann angeht, weil du weißt, du kannst es ja nicht sehen anhand der Namen, da kommen Leute, mit denen habe ich keinen so direkten Zweikampf. Fährt man dann trotzdem bewusst schnell, versucht es denen zu zeigen, die Position zu halten oder macht man da eher mal eine Lücke auf, um die Leute vorbeizulassen, um dann wieder Ruhe zu haben? Also wenn es geht, dann versuche ich natürlich vor denen zu bleiben. Wenn ich jetzt sehe, okay, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn, der hängt mir im Heck oder der fährt jetzt so riskant, dass er mich gleich abschießt,
dann denke ich auch lieber an den G-Cup und lasse ihn dann vorbei. Ich meine, ich sehe es ja im Spiegel am Auto, dass der jetzt hier irgendwie entweder gelbe oder nicht gelbe Scheinwerfer hat. Und ja, wenn er dann wirklich mit dauernd im Heck hängt und ich weiß, ich muss meine Reifen schonen, ja, dann lasse ich den vorbei. Macht ja auch keinen Sinn. Ja, wunderbar. Das war, glaube ich, dein vierter Sieg jetzt in der doch recht kurzen G-Cup-Saison. Also bist auf einem guten Weg, glaube ich, oder? Ja, also es schaut ganz gut aus. Vor allem nochmal in die Kur ist das, ist vor allem der zweite Lauf jetzt ein bisschen Balsam für meine geschundene Seele. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Also es kommen noch ein paar Strecken, die werden mir wahrscheinlich nicht so liegen mit Adria und auch vor allem mit Indien. Aber es schaut im Moment ganz gut aus. Ich konnte auch den Vorsprung auf Maxi ausbauen. Und ja, jetzt muss ich einfach mal gucken, wie es läuft. Ich meine, der Dirk wird jetzt auch ziemlich stark und ja, einfach mal gucken. Uns ist es recht, dass es schön spannend bleibt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Euch ist es echt mir nicht so, ne? Ja, kommen wir zu den Gesamtsiegern. Und da haben wir wieder den René Herzig auf Platz 3, was mich persönlich sehr freut. Auch nochmal Glückwunsch für die Pole. Das war mal so ein richtiger Tusch. Das war klasse. Und der dritte Platz war jetzt aber auch jetzt nicht so einfach eingefahren, oder? Nee, im zweiten Lauf, der war schon ein bisschen schwieriger. Erst hatte ich den Mike im Nacken, der mir da so streng reingeatmet hatte. Der hatte dann einen Fehler gehabt. Dann kam der Sascha angeflogen und den hatte ich versucht mit Mühe und Not noch hinter mir zu halten. Und am Ende des Rennens hatte ich dann meine Reifen doch zu sehr bearbeitet gehabt. Und Sascha konnte dann doch einige Manöver starten, um mich überholen zu wollen. Und hatte dann in der 12., 13. Runde dann den Fehler gehabt. Und ich hatte mir dann ein bisschen Luft verschafft. Und dann hatte ich den Fehler und er kam dann wieder auf eine Sekunde ran und also noch eine Runde länger, dann hätte er wieder einen Angriff starten können, um mich dann zu schnappen. Ja, alles richtig gemacht. Also zweimal aufs Treppchen und Pole. Ja. Klasse Rennabend, oder? Geilstes Rennwochenende der Saison bis jetzt. Super. Weiter ja. So. Ja. Glückwunsch aber trotzdem erstmal an, sorry Jens. Glückwunsch nochmal an Alex und an Robin und an Thomas, die sind grandios gefahren und ja, einfach nur geiles Rennen. Wenn man nass ist und geschwitzt hat, ist das der beste Lohn. Ja. Thomas, Platz 2. Also du hast uns wirklich hier eine tolle Show geliefert, hast den Alex lange, lange hinter dir gehalten. Erstmal, erste Frage. Glücklich, zufrieden mit dem zweiten Platz? Zweite Frage, was denkt man, wenn man außenrum überholt wird? Ja, zuerst natürlich Platz 2, wunderbar. Besser geht eigentlich kaum. Und ja, außenrum kenne ich ja inzwischen von Alex, war ja nicht das erste Mal. Aber er ist auch grandios gefahren und ich hatte echt Mühe, ihn hinter mir zu halten und hatte dabei beinahe die Reifen ruiniert. Dann habe ich letztendlich auch gedacht, na, nicht ihn vorbeigelassen, aber ich habe es ihm nicht einfach gemacht, um dann mein Rennen zu fahren, weil ich wusste, dass der René auch richtig flott ist. Und da wollte ich noch zumindest gute Reifen haben, wenn René kommt. Ja, super. Hast uns hier auf jeden Fall eine tolle Show geboten und ja, wieder mal Podium. Ne? Wir sprechen uns relativ häufig in letzter Zeit. Ja, wenn es funktioniert, aber ich meine, das war auch Glück in der ersten Kurve, dass ich da so durchgekommen bin. Und dann habe ich auch gleich Gas gegeben und gehofft, dass René Alex länger halten kann, weil ich denke mal, ab Hälfte des Rennens hätte er mich dann nicht mehr gekriegt. Aber na gut, hat nicht sollen sein. Ja, nochmal Glückwunsch und ja, wir hören uns sicherlich nochmal im Laufe der Saison. Ja, danke. Alex, erstmal ja, Glückwunsch, dass du irgendwie durch die erste Kurve gekommen bist, ohne irgendwie richtig hängen zu bleiben. Da hat es ja doch ordentlich gescheppert. Aber dieses Manöver, was du da beim Thomas gezeigt hast, das war wirklich groß. Ja, danke. Also erste Kurve, wie du sagst, war wieder so ein bisschen ja, Tumult, um es so zu sagen. Musste da ein bisschen aufpassen. Ja, irgendwie mich zu drehen oder so, bin dann halbwegs durchgekommen und habe gedacht, okay, P5 ist erstmal okay, da kannst du den Anschluss halten zur Spitze und konnte dann ruckzuck an zwei Mann vorbei, war dann hinter René und konnte da auch relativ zügig vorbei, halt Richtung Thomas aufzuschließen und ja, er hat es mir nicht einfach gemacht, war ein super Fight und musste da mehrmals ansetzen und konnte ihn auch nicht so richtig in Fehler treiben. Ja, und letztendlich dachte ich, okay,
Versuchst es einfach mal in dieser Linkskurve außen, weil ich gesehen hatte in der Runde davor, dass er da relativ früh bremst und habe gedacht, okay, wenn du es schaffst, im Scheitelpunkt neben ihm zu sein, dann bist du vor der nächsten Rechtskurve vor ihm und so hat es dann funktioniert und war einfach super. Und dann dachte ich, okay, jetzt pusht du noch 2, 3 Runden, um dir einen sicheren Abstand zu erfahren und danach machst du einfach ein bisschen ruhig und schonst die Reifen. Und ja, hat funktioniert, die Temperatur ging runter. Die Reifen hielten bis zum Schluss und konnte mir das Rennen dann so ein bisschen einteilen. Also alles nach Maß, wunderbar. Hat Spaß gemacht, gute Fights, so soll es sein. Klasse. Was war das für ein Gefühl, keine Pole einzufahren? Ja, das ist eine gute Frage. Für mich selber nicht schlimm, sage ich mal. René hat es verdient und war auch klar der schnellere Mann. Und ist schon komisch, ja, du quälst dir dann da einen ab und weißt, dass du nur die 10 Minuten hast und letztendlich musst du entscheiden, mit den Litern, die du drin hast im Tank, hängst du noch eine dritte schnelle Runde ran oder fährst du noch einmal in die Box und holst dir frische Reifen, um noch eine hinzuknallen, und die Entscheidung war dann einfach durchzufahren und die dritte Runde ranzuhängen. Und ja, mehr war einfach nicht drin heute. 43-0 war nicht zu knacken für mich. Warum auch immer, und von daher ja, verdient die Pole für René. Ich dachte, okay, wenn du erste Reihe stehst, ist trotzdem gut. Da ist alles möglich. Nee, von daher war jetzt nicht so schlimm. Alles gut. Schön. Weiter geht's wann? In 2, 3 Wochen? Genau. In 3 Wochen, in Spa. Ja, wunderbar. Spa, da bin ich ja mal sehr gespannt. Da bin ich mal auch gespannt. Entschuldigung, genau. Wir fahren in Spa am 13., ne? 13? Also, 15. Entschuldigung, genau. Ja. Ja, es sind doch 3 Wochen. Stimmt, ja, Entschuldigung, ja. Alles gut. Ja gut, ich bin dann auch immer ein bisschen am Zweifeln, weil meine Orientierung im Kalender ist auch nicht immer so die beste. Ja, großartiges Rennen, großartiger Rennabend heute, und ich bedanke mich natürlich bei Jens, trotz Kinderstress noch rechtzeitig hergefunden, und natürlich auch bei Olli. Das ist immer mal wieder eine coole Bereicherung, dann mal noch was anderes dazu zu hören. Immer gerne. Bevor du jetzt das Schlusswort sprichst. Ja. Bevor du das Schlusswort sprichst, der Maxi würde, glaube ich, dann doch noch in irgendeiner Form sich äußern wollen zum zweiten Lauf. Ja, Maxi, mach mal. Ja, ich wollte mich also nicht groß jetzt über mein Rennen äußern, sondern einfach nur mal ein dickes Sorry sagen an Sascha, den ich da gedreht habe. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Nee, sieht nicht so aus. Dickes Sorry an Sascha, das war ein sehr, sehr dummer Anfängerfehler von mir, und da sind, wie gesagt, einfach die Nerven mit mir durchgegangen. Auch Entschuldigung an Robert, dass ich ihm da jetzt noch mehr Arbeit beschert habe. Also ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob Robert jetzt noch hier ist, aber wenn das bestraft wird, sorry. Ja, achso, da bist du ja. Also wenn das, wir haben auch im Stream gesagt, auch der Olli hat gesagt, also dann müsste man mit dem Klammerbeutel gepudert werden, weil in dieser Situation sich da mit stehenden Rädern oder wie auch immer, auch wenn es ein Verbremser war, also ich glaube, ich kann mir beim Besten, ich will das nicht vorwegnehmen, Gottes Willen, aber deine Strafe hast du gekriegt, indem du da auf Platz 36 gelandet bist. Also ich glaube, da braucht man nicht weiter diskutieren. Mehr oder minder. Und selbst wenn ich jetzt noch eine Strafe kriege, ich sehe es ein, weil es war einfach dumm von mir. Ich hätte links bleiben können, rechts bleiben können, wie auch immer. Aber dass ich dem Sascha da so, ich weiß nicht, hab einen nervösen Fuß gehabt, glaube ich. Wir haben es fast vorhergesagt. Ich hab O-Ton von mir war, normalerweise lässt er immer voll die coole Sau raushängen, aber und Olli sagte dann, dem guckt da was hinten raus. Definitiv jetzt. Und genau so ist es gekommen. Auch in der Einführungsrunde und so hatte ich ordentlich den Kackstift in der Hose. Genau so hat er es gesagt. Das war das Wort, was ich gesagt habe. Ja, ich habe es. Ja, nee, es ist einfach so gewesen. Und es war das erste Mal für mich auf Pole, also komplett jetzt. Ich fahre seit 4 Jahren R-Faktor und das war meine allererste Pole. So, wenn auch nicht so dolle erkämpft aus dem Quali raus, aber aus Lauf 1 eben erkämpft, und es war ein besonderer Moment für mich. Mit mir sind die Nerven durchgegangen und ich habe gedacht, okay, erste Pole für mich im Team, dann mache ich es besser als der Dennis. Ja, ja, halt nur ja eine dass du nur ausgerechnet den Robert damit ausgeschossen hast. Nee, ich bin mit Sascha.
Ja, ja, weiß ich. Aber Robert war dann der zweite wirklich Leidtragende, der dann auch noch in die Box musste und dann mit runden Rückstand hinterher gefahren ist. Ja, das lustig. Ist natürlich... Was? War lustig. Ja, da siehst du, dann ist doch alles gut. Dann macht ihr mal keine Kopf, kein Kopf, alles ist gut, ey. Ja, ich wollte jetzt nur noch mal ein dickes Sorry an alle sagen, beziehungsweise ja. Ganz besonders an Sascha, dem ich da den Start ja. versaut habe. Ja, das ist super, okay. Und ja, und Schlusswort, ja, mein Gott, da ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Geiler Rennabend trotzdem und wir haben tolle Action gesehen und ich glaube, es war auch wirklich ein faires Rennen. Also da gibt's diesmal vielleicht, was heißt diesmal, eigentlich sind die Rennen ja immer sehr actionreich. Das eine oder andere Mal Shepherds, das gehört einfach dazu. Meine Lieben, ich bedanke mich recht herzlich hier fürs Zuschauen. Ich bedanke mich noch viel mehr bei den Fahrern fürs Fahren, weil das war wieder mal sehr sehenswert. Und ich wünsche euch allen eine schöne Woche und wir sehen uns wieder in 3 Wochen genau an dem Montag in Spa-Francorchamps. Bis dahin, alles Gute, lasst es euch gut gehen, bis bald, tschüss. Tschüss.